In Spektrum, der Podcast aus der deutschsprachigen ASPEC-Community. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von In Spektrum, und zwar zum zweiten Teil über Bi-, Pan- und M-Spec-Identitäten. Mein Name ist Finn, ich verstehe mich als aromantisch und Grey Ace. Ich komme aus Österreich, bin weiß, 27 Jahre alt und verwende keine Pronomen. Und bei mir habe ich heute... Sal, ich nutze er- und they-Pronomen, bin trans, aro-allo, bi, weiß und ein Österreicher, der im Schwarzwald geboren ist. Genau, und wir haben heute auch wieder einen Gast mit dabei, wie beim ersten Teil. Mara, möchtest du dich kurz nochmal vorstellen für alle? Hallo, ich bin Mara. Meine Pronomen sind sie, ihr. Ich identifiziere mich als Bi, obwohl Pan auch ein Wort ist, was für mich okay ist. Und ich bin Allo Allo. Ich komme aus Deutschland, bin weiß und freue mich, hier als Gast dabei zu sein. Genau, und jetzt wollen wir nicht mehr lange herumreden, sondern machen direkt dort weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Fangen wir mit ein paar allgemeinen Worten zu Vorurteilen an. Manche sind einfach kompletter Quatsch. Andere sind Sachen, die von sich aus vielleicht nicht unbedingt schlecht sind und auf manche Leute sogar vielleicht zutreffen, die bi sind, aber keine treffen auf alle zu, und wenn es als Vorurteil gegen Leute verwendet wird, werden Sachen, die gar nicht schlecht sind, oft auch als schlecht dargestellt. Genau, und da besteht dann oft die Gefahr, also wenn ein Vorurteil auf eine Person zukommt, dass bestimmte Verhaltensweisen zum Beispiel als schlecht darstellt und das auf einen selbst nicht zutrifft, dann zu sagen, nein, das trifft nicht zu, das so sind wir nicht oder das stimmt alles nicht. Dabei spielt man aber so ein bisschen auch in dieses System und in diesen Machtstrukturen hinein, indem man eben sagt, dass bestimmtes Verhalten und auch andere Menschen, auf die das schon zutrifft, schlecht sind. Auch wenn das so nicht stimmt per se. Aber in diesem Versuch, sich zu verteidigen, macht man da manchmal einfach auch mit. Genau, und es ist super wichtig, auch zu schauen, wie können wir mit Vorurteilen umgehen, auf eine Art, die nicht Leute entweder innerhalb oder auch außerhalb der Community unter den Bus wirft, indem gar nicht widersprochen wird, wenn eine bestimmte Verhaltensweise als was Negatives dargestellt wird. Und anstatt dann einfach so in so ein reflexhaftes, nein, so sind wir nicht, das trifft nicht zu, reinzufallen, auch wenn es immer wichtig ist zu betonen, dass es nicht auf alle zutrifft, kann ein guter Umgang auch sein, so, ja, das trifft zwar nicht auf mich zu, aber es trifft auf andere zu und das ist okay. Es ist kein Problem, so zu sein, egal ob ich persönlich jetzt in diese Kategorie oder zu diesem Verhalten passe oder nicht. Und es ist auch leicht, wenn ein bestimmtes Verhalten, was Bi-Menschen als Gruppe vorgeworfen wird, auf einen zutrifft, dann zu sagen so, ja, nee, ist ein Vorurteil, aber dann so schamhaft zu sagen so, ja, okay, auf mich trifft es aber schon zu. Und dann ist es cool, wenn wir stattdessen einfach einen Umgang finden, zu sagen so, ja, ich schon, und was ist dein Problem damit? Und dann die Frage umzudrehen und gegen diese Strukturen zu kämpfen, anstatt einfach da sich für seine Identität oder sein Verhalten auf diese Art zu schämen. Ja, oder eben zu sagen, auf mich trifft es nicht zu, aber auf andere schon. Und was ist das Problem damit oder so? Ja. Genau, und das Paradebeispiel hier ist halt das Vorurteil, dass bisexuelle Leute promiskuitiv seien und das damit verbundene Slutshaming. Das ist das, wo am meisten Bi-Leuten vorgeworfen wird. Ihr habt doch so viel Sex mit so vielen verschiedenen Leuten, bla 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 bla. Das auf manche Leute zutrifft, auf manche nicht. Und wenn Leute Safe Sex praktizieren und weitere Caveats in Richtung von immer auf ihre Sexualpartner, egal wie viele, aufpassen, dann ist es auch vollkommen wurscht. Es ist nichts Schlechtes an sich. Ja, weil es per se nicht schlecht ist, viel Sex zu haben oder unterschiedliche SexualpartnerInnen zu haben. Da ist per se einmal nichts Schlechtes dran, und trotzdem wird es eben abwertend verwendet.
Und diese Abwertung, die hat auch ganz viel mit Fetischisierung zu tun. Also, dass da dann irgendwie Vorstellungen da sind, dass ich glaube, gerade Dreierfantasien sind leider was, was unheimlich häufig Leuten ohne Consent an den Kopf geworfen wird. So, Dreierfantasien sind cool, aber es ist nicht cool, anderen Leuten die an den Kopf zu werfen und andere Leute dafür eigene Befriedigung zu objektifizieren. Und auf der anderen Seite ist da auch so, sind da auch, allgemein sind da auch gesellschaftliche Hang-ups um Sexualität drin. Zum Beispiel so Sachen wie Ekel, Geschlechtskrankheiten, Dinge, die einfach auch nicht korreliert sind mit Menge an Sex. Auf die Art, wie das allgemein angenommen wird, so und Dinge, die einfach mit so mononormativen, heteronormativen Patriarchatsvorstellungen davon zu tun haben, was Leute mit ihren Körpern, die genau wie aussehen, zu tun haben, die total toxisch sind für alle Leute, egal wie viel Sex Leute haben oder nicht. Genau, und wie viele Geschlechtskrankheiten eine Person hat oder nicht, hängt halt auch damit von ab, ob sie Safe Sex praktiziert und nicht davon, wie viele Sexualpartner sie vielleicht hat. Auch wenn da Safe Sex natürlich wichtig ist, dann. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, was da auch ganz, ganz unangenehm reinspielt in diese Narrative um Shaming rund um Sexualität, ist auf der einen Seite weitere Stigmatisierung von Personen, die Sex als Lohnarbeit betreiben oder etwas, was mit Sex zu tun hat, als Lohnarbeit betreiben. Dann auf der anderen Seite, und das sind Gruppen, die nicht verschiedene Gruppen sind, sondern die sehr wohl sehr große Überschneidung haben, auch Opfer von sexualisierter Gewalt, die dann irgendwie in genau diese Schamecke gedrückt werden für etwas, was eventuell in ihrem Leben ein sehr traumatischer, schwieriger Moment ist, über den sie keine Kontrolle hatten. Und all diese Probleme und all diese Muster, die werden aufrechterhalten, wenn wir da einfach nur sagen, so stimmt gar nicht, dass Leute viel Sex haben. Guckt, hier sind auch Leute, die wenig Sex haben. So, es ist wichtig zu sagen, guckt, hier sind auch Leute, die wenig Sex haben, aber dann zu sagen, so nein, so wie diese Leute, die viel Sex haben, das ist eine völlig andere Gruppe und ohne dann zu widersprechen und zu sagen, so yo, völlig fein, was Leute tun, ist dann einfach, ja, das ist einfach total wichtig, da klar zu sein. Genau, also zu sein, Leute können konsensuell und sicher so viel Sex haben, wie sie möchten. Und zwar, wie jeder Einzelne möchte und wie es gut für den ist. Ob das jetzt keiner ist oder ob das ganz viel ist, sei mal egal. Aber wichtig ist, dass es den beteiligten Personen damit gut geht und nicht die Menge. Genau, es ist viel wichtiger, dass es den beteiligten Personen damit gut geht und dass Leute sich wohlfühlen und sicher sind und wen zur Hölle kümmert die Menge? Ja, in jede In den Richtung. christlichen Vorstellungen schon die Hölle, aber es ist ein anderes Thema. Genau. Ich glaube, das Tja. ist richtig wichtig, dass wir das so zentral im Kopf behalten. Egal welche Menge ist immer cool. So. Wenn es für die Person passt. Genau, also ich Ja. meine, wenn ich sage, egal welche Menge, dann meine ich von null niemals zu die ganze Zeit. Denke, das musste gesagt werden hier jetzt mal. Wir hatten ja auch schon mal in einer Umfrage, die wir gemacht haben, zu einer anderen Folge, wo wir auch nach Vorurteilen gefragt haben gegenüber queeren Identitäten, eben eine Person, die auch eben verschiedene Vorurteile zur Bisexualität beschrieben hat und dann unter anderem eben geschrieben hat, Bisexualität heißt nicht, dass ich ein wild um sich vögelndes Feuchtbiotop bin. Das hängt damit einfach nicht zusammen. Rant off. Und ich denke, wir verstehen dieses Bedürfnis, da zu sagen, hey, das bin ich nicht, und darüber haben wir auch gerade geredet, aber eben, wir wollen auch darüber sprechen, warum es eben wichtig ist, da dann auch weiterzugehen und zu sagen, ja, aber es ist auch okay. Ja, und ich finde voll wichtig auch dann, keine Ahnung, wenn zum Beispiel jetzt sowas reproduziert wurde, ist ja nicht, also es geht jetzt nicht darum, eine Person zu schämen, die das vielleicht geschrieben hat, sondern zu sagen, so, okay, das wurde in dem Podcast hier vorgelesen, weil dieser Impuls irgendwie ein ganz, ganz häufiger ist natürlich. Und zu sagen, so, okay, aber wir können
da auch vielleicht differenzierter mit umgehen. Und gerade dieses Feuchtbiotop-Ding, das hat diese Konnotation mit Geschlechtskrankheiten und das hat diese Konnotation mit irgendwie ist da was Ekliges dran und das muss nicht sein. Ich meine, hier ist auch, dass die Person, da muss man dazu sagen, die Person greift ja auch auf, das ist das Vorurteil und das bin ich nicht. Ja. Und formuliert hier die Aussage des Vorurteils. Ja. Und das ist nicht unbedingt die eigene Einstellung der Person. Ja. Genau. Auch wenn sie es aufgegriffen hat und nicht weiter ausgeführt hat und man damit die Einstellung der Person nicht genau sagen kann und das leicht zur Annahme verleitet, dass es ihre eigene ist. Aber das wissen wir nicht. Genau, ich glaube, das ist einfach so ein Punkt zu sagen, so okay, wir müssen immer wieder Annahmen über Sexualität hinterfragen und gucken, so welche Rundumschläge machen wir eigentlich in unseren Aussagen, gerade wenn wir Vorurteilen begegnen und gerade wenn es so darum geht zu sagen, so yo, es ist richtig wichtig zu sagen, dass das nicht auf alle Leute zutrifft. Genau. Ja, genau. Ich glaube, was ich auch total spannend fände, wie ihr persönlich gerade im Hinblick auf so Promiskuität auch ja zum Teil auch widersprüchliche Vorurteile erlebt. Also von einer Seite, wo dann vielleicht über eine Identität gesagt wird, so ihr habt die ganze Zeit super viel Sex, voll schlimm. Und die andere Seite sagt, ihr habt die ganze Zeit nie jemals in eurem Leben ist es euch möglich, Sex zu haben, voll schlimm. Wie erlebt ihr da diese Gegensätze und die Vorurteile, die euch da entgegenschlagen? Also bei mir kommt es so ein bisschen drauf an, worüber ich gerade rede. Weil, also einerseits, wenn ich über dieses, also mehr über mein Grey Ace sein rede, dann kommt mehr so die Annahme auch, nee, du hast ja eh keinen Sex oder kaum oder wenig oder so. Und dann führt es halt so ein bisschen zur Annahme auch, ja, es ist nicht, dass es nicht möglich wäre, irgendwie Aceback, also auf dem Ace, also auf dem asexuellen Spektrum vor allem, und dann gleichzeitig auf dem M-Spec zu sein. Aber andererseits dadurch, dass ich oft auch mein Aro-Sein, also dass ich das mehr gewichte und das in den Vordergrund stelle und gerne auch diese dann doch, also einfach diese Frage stelle, was ist denn das Problem damit, wenn ich eine Person, mit der ich Sex habe, jetzt nicht romantisch liebe, hat das dann eher nochmal so eine ganz andere Dynamik in eine andere Richtung, wo das dann nicht so vorkommt, weil dann eher angenommen wird, ja, dann hast du eh die ganze Zeit Sex und einfach so und böse, weil keine romantische Liebe oder so, wo ich dann auch immer sage, das ist Quatsch. Ja, also warum sollte das dann schlecht sein, so in die Richtung? Aber ich glaube eben, gerade beim asexuellen Spektrum ist es dann halt oft diese Frage, wie kannst du denn dann beides sein, so? Bei mir ist es halt, dass die Aceback-Identität und die Vorurteile zur Bisexualität sich nicht widersprechen, sondern sich eher gegenseitig verstärken. Und die Widersprüche sind dann eher mit autistisch sein, wo Leute dann annehmen, dass autistische Leute automatisch asexuell sind und dann natürlich keinen Sex haben können, weil Ableismus. Und ich glaube, ich muss jetzt nicht dazu sagen, dass nichts schlecht ist, aber die Annahme, dass alles automatisch so wäre, schon schlecht ist. Und was bei mir dann auch teilweise das Erleben ist, ist dieses unter den Bus geworfen werden, weil Leute halt gerade auch in der bisexuellen Community, wenn es sich gegen Slut-Shaming-Vorwürfe verteidigen, aus Versehen Aro-Alus unter den Bus werfen. Ja, weil gesagt wird, es geht ja nicht darum, die ganze Zeit mit jedem zu vögeln, sondern um Anziehung zu mehreren Geschlechtern. Genau, und meistens wird dann aber nicht Anziehung, sondern Liebe verwendet. Ja. Und dann ist man in einer ganz anderen Diskussion drin, wo ich nicht hinpasse. Stimmt, das habe ich. Ich habe ja gerade schon Liebe durch Anziehung ersetzt in meinem Kopf beim Reden, weil ich dachte, nee, kann ich nicht sagen, aber es ist halt de facto das, was gesagt wird. Ja, Leute verwenden dann halt Liebe, Leute reden dann vor allem über romantische Gefühle und als Person, die bisexuell und aro-alo ist, bin ich dann halt in der Diskussion nicht mehr drin. Ja, aber das ist tatsächlich auch was mir bei polyamoren Communities auch schon aufgefallen ist, dass dann oft gesagt wird, ja, es geht um Liebe und um Beziehungen zu mehreren Personen, aber dann irgendwie auch ich das Gefühl habe, so als aro, naja, nee, eigentlich nicht. Ist wahrscheinlich ähnlich, oder? Meine Erfahrung da ist dann auch teilweise, dass Leute queer-platonische Beziehungen auf weniger Wert als romantische reduzieren bei den Gesprächen. Ja. Also da kommt man in ganz andere Themen auch noch rein. Und ich glaube, hier kann ich mich wieder mal über Hearts Not Parts beschweren.
Weil das halt auch als Spruch mit Slut-Shaming zusammenhängt, so ein bisschen indirekt. Auf jeden Fall. Ich glaube, was immer so hochgehalten wird, wo was in diesem Slut-Shaming drin hängt, ist ja auch dieses so, du hast undifferenziert mit Leuten Sex. So, gerade so dieses mit allen oder mit jedem, jeder Person hast du Sex. So, dieses, was dann irgendwie, wo dann Leute so das Gefühl haben, so ja, wenn wenigstens Liebe im Spiel ist, dann ist Sex plötzlich was Gutes, so, wenn es sonst was Schlechtes ist. Und auf der einen Seite ist erstens mal die Menge ja kein Problem, aber hat es niemanden zu interessieren, wie selektiv ich beim Sex bin und bei Leuten, mit denen ich Sex habe und ob ich da, was für Standards ich da anlege und ob ich da gute oder nicht so gute, keine Ahnung, was auch immer das bedeutet, Entscheidungen für mich selbst treffe. Und es hat auch Leute nicht zu interessieren. Und es ist auch kein schlecht oder gut darin, nach was ich da entscheide. Ob das jetzt Liebe ist, ob das, ja, fand ich hot, oder ob das, mir war heute langweilig und die Person war available ist. Davon ist besser oder schlechter als das andere. Es kann vielleicht zum Beispiel emotional kompliziert werden, wenn die Leute, die gerade miteinander Sex haben, darauf nicht kommuniziert haben, warum sie das tun und auf sehr verschiedenen Erwartungshaltungen sind. Aber das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall, aber das ist Ja. ja erst der nächste Schritt dann. So. Genau. Ja, beziehungsweise ist halt Liebe jetzt auch nicht das einzige irgendwie positive Gefühl, das ich einer Person gegenüber haben kann, mit der ich Sex habe. Also, es gibt so viele Gefühle, so viele positive Gefühle auch. Oder auch neutrale Gefühle oder sonstige Gefühle. Warum wir uns da auf Liebe einschießen oder auf romantische Liebe, ist mir ehrlich komplett schleierhaft. Ja. Ich würde sagen, die eine Sache, die man sich entgegenbringen sollte, ist gegenseitig Respekt als Person. So. Total. Ja. Das ist so das eine Gefühl, das Voraussetzung sein sollte bei Sex, weil das mit anderen Sachen, wie bin ich bereit, auf Konsensentzug von einer Person einzugehen und der zuzuhören, zusammenhängt. Nicht von sich aus, weil Respekt was Tolles wäre, sondern weil es sich durch Sachen äußert, die notwendig sind. Aber. Auf jeden Fall. Ich meine, was interessiert Menschen, was ich fühle in dem Fall? Ja. Die einzigen Personen, die das eventuell zu interessieren hat, und auch das kommt auf die Situation an, ist die Person, die in dem Moment direkt mit mir involviert ist. Genau. Oder die Personen. Oder die Personen, genau. Oder die Personen, in der Tat. Ja. Genau. Und ich meine, wenn du denkst, dass Leute schreckliche Entscheidungen gerade treffen, dann ist das eher im Sinne von, es geht dich vielleicht nur etwas an, wenn du dich ganz spezifisch um die Person kümmerst und dann, du musst auch die schrecklichen Entscheidungen von anderen Personen manchmal respektieren. Und du kannst mit der Person vielleicht drüber reden, aber das Problem ist dann meistens nicht, dass die Person viel Sex hat, sondern dass, wie sie das hat, für die Person aktiv schlecht ist. Ja. Das Wie kann in alle möglichen Richtungen gehen. So, das kann auch, und das ist auch in vielen Fällen, und das wird wenig thematisiert, das kann auch sein, irgendwie Scham vor worauf man vielleicht eigentlich Lust hat, was man eigentlich gerne ausprobieren möchte. Und ich glaube, alles, was wir hier besprechen, sind Dynamiken, die eigentlich auf alle menschlichen Interaktionen zutreffen. Es ist immer wichtig, dass Leute on the same page sind. Es ist immer wichtig, dass Consent da ist für alles, was passiert so. Und ich glaube, allein die Tatsache, dass wir das so betonen und ja irgendwo auch betonen müssen, weil es eben häufig schwierig ist in unserer Gesellschaft, zeigt schon, wie sehr plötzlich bei Sex dann Dinge mitschwingen, die selbstverständlich sind in anderen Interaktionen und das auch bei Sex selbstverständlich sein sollten und auch können. Und es ist auch cool, erstmal anzunehmen, dass halt, wenn Leute viel Sex haben, dass es grundsätzlich mit Consent passiert, so. Und es ist auch erstmal anzunehmen, dass es halt, wenn ich nicht involviert ist, es nicht mein Bier ist, wie sich Leute da schützen, wie Leute da emotional damit umgehen, egal was die da machen, sofern ich nicht direkt involviert bin, hat mich das, oder involviert werde vielleicht von Personen, die sich das wünschen aus der Konstellation, hat mich das nicht zu interessieren. Yep. Ich möchte hier gleich mit einem Vorurteil weitermachen, das ganz gut dazu passt. Und zwar damit oder mit der Annahme, dass Bi-Personen sich nicht festlegen können, sich nicht entscheiden können, also nicht monogam sein können, dass sie fremd gehen würden und unehrlich sind, die ja auch immer wieder im Raum steht.
Und auch da haben wir wieder so ein Riesencluster von Sachen, die gar nicht ineinander übergehen müssen eigentlich und die auch ganz viel mit Slut-Shaming zu tun haben. Erstens ist nicht monogam sein überhaupt nicht korreliert und es gibt keinen Grund, das übereinzusetzen mit Fremdgehen oder unehrlich sein. Viele Bi-Menschen sind poly oder in allen möglichen nicht traditionellen Beziehungskonstrukten sind drin und das hat mit Fremdgehen oder unehrlich sein nichts zu tun. Ich glaube, da haben wir jetzt wieder es zu tun mit einem ganzen Cluster von Dingen, die wieder, genau wie wir das eben schon hatten, überhaupt nicht miteinander korreliert sind, nicht miteinander kausal in Beziehung stehen und irgendwie so als so ein vages Waberkonstrukt dann wahrgenommen sein. Und da ist es wieder wichtig zu differenzieren, was ist eigentlich jedes Einzelne und ist es ein Problem und trifft das zu? Und genau. Erstmal hat sich nicht festlegen können oder sich nicht entscheiden können, so eine Konnotation, als wäre das allgemeine Lebensziel, sich mal festzulegen und sich zu entscheiden. Dabei ist es völlig okay, in Phasen zu sein, nicht sich genau spezifisch auf bestimmte Beziehungsformen, auf bestimmte Arten mit Menschen zu leben und da zu sein, sich da langfristige irgendwie so feste Tatsachen zu schaffen. Zweitens ist nicht monogam sein, etwas, was sich mit nicht festlegen können, überhaupt nichts zu tun hat. Weil wenn sich jemand für eine nicht monogame Beziehung entscheidet, für eine Polybeziehung entscheidet, ist da sehr wohl sehr viel festlegen oder kann da sehr viel festlegen im Spiel sein. Und viele Menschen sind poly oder leben alle möglichen Arten nicht traditionell monogamer Beziehungsgestaltung auf allen Ebenen von Beziehung und legen sich da sehr wohl sehr gut fest. So, und wenn sie das nicht tun, solange alle damit glücklich sind, wäre das kein Problem. Und dann kommt wieder das Fremdgehen und Unehrlichsein. Wer sich nicht festlegt, ist nicht automatisch unehrlich. Wer nicht monogam ist, ist nicht automatisch unehrlich und geht nicht automatisch fremd. Solange der Consent von allen beteiligten Personen dabei ist, ist an mit verschiedenen Personen sexuell, amorös, freundschaftlich involviert zu sein, nichts Unehrliches und nichts Fremdgehendes daran. Also wir haben hier diese drei Sachen. Fremdgehen und unehrlich sein ist schlecht. So, aber die anderen beiden nicht. Und die alle drei kann man völlig trennen. Ja, und auch, ich würde noch hinzufügen, dass auch eine Entscheidung für etwas kann auch auf Zeit sein, kann auch nur für jetzt sein, kann auch eingeschränkt sein und macht die Entscheidung nicht schlechter. Wichtig ist halt, dass da kommuniziert wird und der Partner oder die Partnermenschen dann auch weiß oder wissen, was Sache ist. Und wenn alle Bescheid wissen, dann gibt es ja kein Problem, meiner Meinung nach. Ich glaube, diese ganze Schiene geht total davon aus, dass eben das gesellschaftliche Ideal ist, eine monogame Beziehung, in der amoröse und sexuelle und irgendwo eine freundschaftliche, die aber oft dann nicht allzu wichtig angesehen wird, Ebene irgendwie da ist. Und das ist das Nonplusultra, zu dem alle hinstreben sollten und wollen. Und wer das nicht macht, macht irgendwie was falsch, entweder aus Unentschlossenheit oder aus aktiver Böswilligkeit. Und von diesem Ideal und von dieser Vorstellung müssen wir weg und es ist wichtig für alle, die egal welche Beziehungen und nicht so Beziehungen leben, und auch Leute, die sich entscheiden, einfach für sich zu sein oder zum Beispiel Monopoly zu sein oder so, zu sagen, so ja, es ist alles cool. Gerade beim Fremdgehen scheint hier auch noch eine Angst reinzuspielen, dass so dieses Konzept, ich weiß nicht genau, wie ich es beschreiben soll, diese Art Toxic Jealousy, toxische Eifersucht, die halt sehr stark normalisiert wird, weil, oh nein, die Partnerperson könnte ja möglicherweise
romantisches oder sexuelle Anziehung zu anderen Personen empfinden. Als ob die Fähigkeit, das zu empfinden, schon ein Problem wäre. Ja, beziehungsweise was ich auch schon gehört habe, diese Angst, die da ist, dass eine Person nicht alle Bedürfnisse dieser Partner, dieser Person befriedigen kann, die dann manchmal auftaucht. Was ich auch so ein bisschen weird finde, weil nur weil eine Person Anziehung zu mehreren Geschlechtern empfinden kann oder empfindet potenziell, verliebt sie sich ja nicht. Oder empfindet sie ja nicht potenziell diese Anziehung auch automatisch für mehr Personen, als es jetzt eine heterosexuelle oder homosexuelle Person täte? So. Das und es gibt überhaupt ein Problem mit der Annahme, dass eine Person alle Bedürfnisse erfüllen muss. Ja, bitte, ja. Auf jeden Fall. Und überhaupt so Anziehung mit Bedürfnis gleichzusetzen. Wenn ich von einer Person angezogen mich fühle auf eine Art, dann stellt sich daraus nicht automatisch ein Bedürfnis ein, sondern das bedeutet erstmal einfach, okay, ich fühle diese Anziehung. Und es wäre auch total toxisch, dann zu sagen, so, alles klar, jetzt ist da ein Bedürfnis, vielleicht ein Wunsch, ja, aber jetzt ist da ein Bedürfnis, etwas Bestimmtes mit einer Person machen zu wollen, was unbedingt erfüllt werden muss. Das ist ja auch völliger Quatsch. Es ist die halbe Zeit noch nicht mal ein Jein. Wunsch. Eben, Also genau, es für muss mich, nichts davon sein. ja, das sicher, aber für mich hat das schon viel Anziehung schon, wenn ich sie empfinde, dann schon viel mit Bedürfnissen zu tun. Oder erstmal, aber auch ein Bedürfnis zu haben, bedeutet ja noch nicht zu sagen, das muss jetzt erfüllt werden von genau dieser Person. Auf jeden Fall. Also das wäre ja auch so ein bisschen, also wenn ich sagen würde, diese Person ist jetzt, weil ich das Bedürfnis habe, zum Beispiel, keine Ahnung, sexuelle Anziehung mit der Person sexuell aktiv zu werden, das muss sie jetzt erfüllen, das wäre ja auch total übergriffig, das überhaupt anzunehmen. Also auch die Frage, was ist ein Bedürfnis, was ist ein Wunsch? Also da verwenden Leute wahrscheinlich auch unterschiedliche Wörter, aber niemand ist verantwortlich, irgendjemands Bedürfnisse zu erfüllen. Und ein Außer Leute Bedürfnis ist haben das vielleicht manchmal vorher auch nur ein schon so Bedürfnis. ausgemacht. Ja, okay. Da, ja, das stimmt, das ist ein anderes Thema Ich dann. glaube, was auch immer drinsteckt in diesen Sachen, ist, also ich meine, es ist ja in Beziehungen, in denen Menschen, in denen mindestens eine Person grundsätzlich von irgendwem entweder sexuell oder romantisch angezogen ist, ist ja eigentlich immer klar, dass halt die eine Person halt das Potenzial hat, von irgendeiner anderen, also sich von irgendeiner anderen Person außer der Partnerperson angezogen zu fühlen. So. Und es ist daraus allein schon logisch ja nicht zu erschließen, dass jetzt Bi-Sein dieses Potenzial irgendwie verändert. Das ist in allen Beziehungen, je nachdem, wie eben die Gefühle und Bedürfnisse der Leute gelagert sind, grundsätzlich erstmal möglich. Ja, beziehungsweise gibt es halt ganz unterschiedliche Personen. Manche empfinden Anziehung öfters, andere seltener, manche ganz, ganz oft. Und ob die Person jetzt bi, poly, pan, homosexuell, heterosexuell, romantisch oder was auch immer ist, spielt da erstmal keine Rolle, sondern die Person, also. Ich meine, natürlich gibt es dann Personen, die sich aufgrund von seltenem oder schwachen Empfinden von Anziehung auf dem Ace, Aro oder im anderen A-Spektrum verorten. Aber mit Bi, Homo, Hetero sein hat das erst einmal nichts zu tun, wie oft eine Person eine bestimmte Anziehung empfindet. Und ich meine, selbst wenn eine Person tatsächlich zufälligerweise genau einer einzigen Person gegenüber in ihrem gesamten Leben lang Anziehung empfindet und das auch in der Zukunft so bleibt, das heißt immer noch nichts für die meisten anderen Beziehungen. Allerdings. Und es ist nicht besser oder schlechter. Es ist halt einfach. Was da auch drinsteckt an toxischen Annahmen, ist, dass es irgendwie, und das hattest du gerade schon angesprochen, Finn, die Vorstellung gibt, dass eben eine Person aufgrund ihres Geschlechts dann
bestimmte Bedürfnisse nicht erfüllen kann und dass daraus dann so eine toxische Eifersuchtssituation entsteht. Und was da drin steckt an Annahmen, ist auch wieder ein riesengroßer Problemkomplex eigentlich. Vor allen Dingen steckt da erstmal die Vorstellung meistens drin, alles klar, dieses Geschlecht hat zwangsläufig diese Genitalien und im nächsten Schritt dann diese Genitalien können diese Aktionen machen und das war's. So, beim Sex. Und diese Schritte sind ja eigentlich Quatsch. Also erstens können alle Personen aller möglichen Geschlechter alle möglichen Genitalien haben. Und zweitens ist die Art, wie diese Genitalien dann irgendwie beim Sex zusammenkommen oder Sex passiert, bei dem die nicht so zusammenkommen, unheimlich kreativ ausgestaltbar. Und eigentlich ist da ein Mangel an Vorstellungskraft, wenn Leute denken, dass das Genitalien unheimlich einschränken, wie Sex funktionieren kann. Ich würde dann so ein bisschen zu Poly zurückkommen, weil in Poly-Beziehungen spezifisch gibt es da, glaube ich, auch so in der Poly-Community selber und auch auf Poly-Beziehungen angewandt Vorurteile. Ich meine, zum einen gibt es über Poly-Leute das Vorurteil, dass sie alle bi sein, was wieder ein sagt man zuerst, dass nicht alle Poly-Leute bi sind, oder da sagt man zuerst, und was ist das Problem damit, wenn sie es wären? Catch-22 ist. Und dann gibt es aber auch eigene Dynamiken. Und eine dieser Dynamiken ist diese Vorstellung oder dieses Vorurteil in Poly-Spaces, dass insbesondere Frauen in Beziehungen mit Männern dann automatisch so eine One-Penis-Policy haben. So, und zwar wird da wieder davon ausgegangen, es sind Cis-Frauen in Beziehungen mit Cis-Männern und dass dann so Grenzen gezogen werden, mit welchen Leuten, mit welchen Genitalien beziehungsweise mit welchen Geschlechtern die eine Person dann was haben darf. Und manchmal ist es was auf einem nicht besonders begrüßenswerten Weg, wie Leute in Poly reinfinden, durchaus passiert. So. Also es gibt Leute, die machen diese One-Penis-Policy-Sachen und das ist problematisch auf jeden Fall. Und auch das stammt aus genau diesen Unsicherheiten und toxischen Eifersuchtsdynamiken, die wir gerade besprochen haben. Also Leute haben die Vorstellung, diese Person mit diesem Geschlechtsteil kann damit das machen und das ist irgendwie non-threatening, aber sobald Penisse involviert ist, ist es plötzlich threatening und real und irgendwie größerer, wichtigerer Sex, als wenn keine Penisse involviert sind. Und das führt dann manchmal zu solchen Dynamiken. Auf der einen Seite ist es sehr wichtig zu sagen, das ist A, nicht unbedingt was nur auf Bi-Personen oder auf Bi-Personen zutrifft, die in solche problematischen Dynamiken geraten. Zweitens ist es auch wichtig zu sagen, es ist nicht cool, das anzunehmen, wenn Leute denken, sie sehen so eine gelesene Cis-Hetero-Zweier-Dynamik in Poly-Spaces, dann davon auszugehen, dass das automatisch auf diese Leute zutrifft. Alle diese Annahmen. Genau, ich glaube, wir sollten nochmal kurz erklären und übersetzen, was One Penis Policy ist. Und zwar heißt es so viel wie ein Penis Policy. Politik. Also, genau, ein Penis Politik, danke Sal. Und da geht es grundsätzlich darum, dass zum eben einer Frau in einer Beziehung, in einer Poly-Beziehung mit einem Mann, also hier wird eben davon ausgegangen, Cis-Mann, Cis-Frau, gesagt wird, ja, mit einer Frau kannst du was haben oder Sex haben auch, aber nicht mit einem anderen Mann, weil eben, wie Mara gerade schon erklärt hat, davon dann ausgegangen wird, ja, dass ein anderer Mann quasi eine Bedrohung darstellt für die Beziehung, aber eine andere Frau nicht, dass dieser Sex unterschiedlich gewichtet wird, weil einfach bestimmte Formen von Sex angenommen werden und eben als bedrohlicher angesehen werden für die Beziehung als andere. Und das sagt, glaube ich, auch relativ viel über patriarchale Strukturen, denke ich. Und eben darüber auch, wie eine andere Frau oder wie eine Beziehung mit einer anderen Frau ernst genommen wird oder eben nicht.
und mit einem anderen Mann schon. Ja. Ein Begriff, der mir da auch mal irgendwo untergekommen ist, den ich mir vielleicht weiter erklären sollte, das ist Bisexual Unicorn. Ich glaube, das ist eine etwas ähnliche Dynamik aus einer etwas anderen Perspektive. Und das ist auch was, was mir schon durchaus passiert ist. Und zwar, dass es gibt Paare, die aus einem Mann und einer Frau bestehen, die halt eine magische dritte Person suchen, die sexuell auf beide Leute gleich viel Bock hat, ausschließlich Bock hat, sich mit beiden gleichzeitig zum Sex zu treffen, aber in dieser ganzen Dynamik zu keinem Zeitpunkt emotionale oder eigene Bedürfnisse irgendwelcher Art und Wünsche an die Beziehung entwickelt oder formuliert und diese dritte Person, dass die auch sozusagen jederzeit wieder fallen gelassen werden kann, wenn es dieser Zweierdynamik gut tut. Das ist so, was manche Leute sich vorstellen und was manche Leute suchen. Ist es wichtig zu sagen, es ist erstmal völlig cool, Leute für Casual Dreier zu suchen. Es ist völlig cool, das auch auf Dating-Apps zu tun. Aber was ein Problem ist, ist, dass dann diese Person objektifiziert wird. Und das trifft ganz besonders eben auf die Frauen zu. Und was auch ein Problem ist, ist auch etwas, was sehr häufig passiert, wenn Leute dann mit ihrer Dynamik auch nicht transparent sind. Also klassischerweise zum Beispiel auf ihrem Tinder-Profil ist dann eine Frau zu sehen und so auf Bild 6 ist irgendwie so ganz hinten im Hintergrund noch so ein Dude. Und dann schreibt man mit Leuten und plötzlich stellt sich raus, dass das sind Leute, die sogenannte Unicorn-Hunters, die damit nicht offen umgehen. Ja, beziehungsweise auch problematisch ist, denke ich, ist, wenn Leute einfach davon ausgehen, dass Bi-Frauen oder Personen, die bi sind, aber in dem Fall betrifft es halt vor allem Bi-Frauen, dazu dann auch immer bereit sind, so. Weil sie halt eh auf beide Geschlechter stehen, binär gesprochen, und dann ja eh bereit sind für Sex. Ja, genau. Verweis auf Slut-Shaming und die Unterstellung von Promiskuität vorhin. So. Genau, und einfach so dieses komplette Fehlen von Nachdenken, dass diese Person, die man sich da ins Boot holt, vielleicht eine Person attraktiv findet, die andere nicht, oder halt eigene Vorstellungen hat, was da irgendwie passieren könnte, und für eigene, keine Ahnung, Standards und Wünsche an jede Art, egal wie casual, Beziehung oder Aufeinandertreffen hat. Und dass die andere Person sich vielleicht unter bestimmten Umständen wohlfühlt oder nicht. Genau. Voll. Weil zum Beispiel die Dynamik, die jetzt beschrieben wird, ist ja eigentlich eine, wo so Sachen wie Respekt, Nachdenken über die Bedürfnisse der anderen Person komplett fehlen. Und sehr viele Leute sind möglicherweise dann nicht dazu bereit, mit Leuten Sex zu haben, wenn das fehlt. Ja. Fetischisierung, Objektifizierung und allgemein Scheiße. Ja, dann würde ich gleich weitergehen zum nächsten Vorurteil. Und zwar gibt es diese Annahme, dieses Vorurteil, dass M-Spec-Identitäten, also Bisexualität zum Beispiel, eben Bisexualität, inhärent transfeindlich wären. Weil dann Bi definiert wird als eine Person steht auf beide Geschlechter, also nur auf Männer und auf Frauen, aber würde Transpersonen ausschließen. Wobei ich das immer sehr spannend finde, weil damit in der Annahme ja eigentlich schon gesagt wird, Transpersonen wären weder Frauen noch Männer oder so. Also eigentlich ist irgendwie die Struktur, die dieser Annahme zugrunde liegt, schon irgendwie transfeindlich. Ja, ich habe das Gefühl, das sind so Leute, die ganz schlau sind und verstanden haben, dass Bi irgendwas mit zwei zu tun hat und die dann in ihrem Kopf den Sprung machen zu, yo, das sind zwei Geschlechter, aha. So,
Und manche Leute denken dann auch, dass das irgendwie so ein historisches Ding ist, dass das da mal das bedeutet hat und das jetzt aber nicht mehr bedeutet. Aber all das ist eigentlich eine Projektion und eine falsche Vorstellung von, wie das historisch sich entwickelt hat. In der Geschichte ist es eigentlich so, dass Bi- und Trans-Communities sehr, sehr eng verwoben waren. Und zwar liegt es insbesondere daran, dass beides Gruppen waren, die es in der lesbisch-schwulen Bewegung ziemlich schwierig hatten. Und die da oft irgendwie aus allen möglichen Gründen ausgeschlossen wurden und irgendwie nicht so richtig in die Agenda passen. Und das heißt, es haben sich historisch immer wieder so Spaces gebildet, gerade so schon seit das Wort Bisexualität irgendwas mit Sexualität und nicht nur mit Geschlecht zu tun hat, aber auch als noch beides präsent war, haben sich Spaces gebildet, in denen Bi- und Transpersonen gemeinsam existiert haben, in denen Bi-Personen Anziehung zu Transpersonen aller Geschlechter empfunden haben. Und es ist auch einfach Quatsch, dass das historisch eine historische Tatsache war, dass Bi je in den tatsächlichen Communities, so on the ground, da wo Leute sich versammelt haben und da wo Leute politisch und gemeinsam aktiv waren, dass das je so war. Spezifische Spaces waren vielleicht transfeindlich, aber das ist nicht auf das Gleiche Fall. Wie allgemein. Ja. Es gibt transfeindliche Bi-Personen. Und natürlich gab es auch transfeindliche Bi-Leute, die sich mal hier und da zusammengefunden haben. So. Aber Transfeindlichkeit ist nicht etwas, was strukturell in Bi-Sein irgendwie vorweggenommen ist oder was irgendwie historisch in Bi-Spaces verwurzelt ist. Zumindest ist es nicht mehr verwurzelt als in restlichen Teilen der Gesellschaft. Klar, kein Space kann sich völlig frei machen von jeder Art von Transfeindlichkeit. Genau, dann hattest du vorhin in der Vorbesprechung hattest du erwähnt, dass du das auch mit Pan gehört hast vor einiger Zeit, dass Pan-Sein transfeindlich wäre. Aus so einem ganz ähnlichen, sehr verqueren Definitionsversuch, wo sich Leute anstatt halt mal so Google zu benutzen, eine Pan-Person bzw. eine Bi-Person im eigenen Leben zu fragen, irgendwie mit Communities in Interaktion zu treten, setzen sich Leute hin und denken sich so logisch, ja, okay, Pan heißt ja irgendwie alle. Wenn Bi Männer und Frauen sind, dann ist Pan, das ist dann die Vorstellung, Männer, Frauen und Trans-Personen. Ja, was natürlich völlig transfeindlicher Humbug ist, der wieder trans als ein drittes Geschlecht hinstellt. So, es gibt Leute, natürlich, es gibt natürlich nicht-binäre Leute, Leute, die nicht Männer und Frauen sind, aber Transpersonen können völlig auch Frauen und Männer sein, ohne dass es da irgendwas dazu zu sagen gibt. Und auch das ist sowas, so ein komisches Definitionsüberlegen, nur auf Basis von, was Leute denken, diese griechische oder lateinische Wurzel bedeutet das, ohne mal zu fragen, was wirklich los ist und mal Leute zu fragen. Ja, also auch diese Vorstellung ist völliger Quatsch historisch in Pan-Communities insgesamt, ja. Dachte mir, ich habe generell diese Art von Definitionsversuch noch nie gehört. Also Community-Definition ist es, glaube ich, keine. Genau. Ich finde es auch dieses Vorurteil irgendwie deshalb so amüsant, weil in der Bi-Community, die ich als kenne, war ein Running Joke eher, dass wir im Vorstand einen Token-Cis-Mann dabei hatten. Eine Token-Cis-Person gibt's. Ah ja. Sind wir nicht fortschrittlich. Das war der Running Gag, weil halt nur eine Person im Vorstand Cis war. Ich glaube, meine Erfahrung ist auch, dass ich oft beobachtet habe, dass Bi-Spaces sogar als recht transfreundlich häufig erlebt werden, weil eben Leute oft nicht so sehr das Bedürfnis haben, irgendwie so zu policen, welche Geschlechter irgendwie jetzt anwesend oder Objekt von irgendwelcher Anziehung sind. Aber auch das ist also anekdotische Beobachtung und Dinge, die mir Transmenschen gesagt haben. Ja.
Ich glaube, eine Sache, die noch vielleicht wichtig ist zu sagen, ist, dass manchmal auch Leute, die selbst Pan oder Bi sind, im Laufe ihrer Identitätsfindung so solche Arten von Definitionen mit solchen erstmal irgendwie loslegen und dann irgendwie mehr lernen und das cooler definieren und coolere Definitionen lernen. Und genau, ich glaube, es ist wichtig auch zu sagen, so, es ist nicht nur von außen was passiert, sondern durchaus auch was von innen, und dass es eher was, dass Menschen gibt, die sich so identifizieren, aber dann diese Vorstellung haben, das ist eher ein Problem von, okay, es ist noch wichtiger, dass halt wir noch sichtbarer werden und noch mehr Bildung da ist und mehr Angebote für Leute auch, egal ob sie sich so identifizieren oder nicht, über Anziehung und Sexualitäten zu lernen. Total. Genau, dann gibt's ja noch die Annahme einfach, dass Ace- und Aro-Personen in B-Spaces nicht anwesend wären, was ja auch historisch ziemlicher Humbug ist, würde ich sagen, weil Ace- und Aro-Personen bzw. Personen auf den Spektren eigentlich historisch in B-Spaces anwesend waren und damit dabei waren. Meistens, weil teilweise dann auch, gerade wenn Leute das Vokabular nicht unbedingt haben, so, okay, ich fühle mich zu allen gleich nicht angezogen. Vielleicht passe ich da noch am ehesten hin. Kann ein Element sein. Und natürlich, es gibt Überschneidungen. Ja, beziehungsweise ist das ja heute noch, oder ich höre es jedenfalls immer wieder, dass Leute sich erst als Bi-Pan oder so oder mit einem anderen M-Spec-Label definiert haben oder beschrieben haben und dann festgestellt haben, oh, eigentlich bin ich Aro oder Ace oder Aro-Ace oder was auch immer auf dem Spektrum jedenfalls. Teilweise kommen sie dann drauf, okay, ihre vorige Annahme war falsch, und teilweise stimmt die Annahme, dass die M-Spec waren, immer noch. Es hat halt genau, nur ein Teil gefehlt. Genau, es kann auch beides sein. Ja, total. Jedenfalls ist es Quatsch zu sagen, dass es in M-Spec-Spaces keine Aros oder Aces gäbe, und das war auch in der Vergangenheit Quatsch. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass sich alle Menschen, die in B-Spaces sind und B-Spaces mitgestalten, dass Leute das auf dem Schirm haben und dass halt auch in wie über Dinge gesprochen wird, ist es sehr wichtig, nicht Annahmen zu treffen, dass Leute bestimmte Erfahrungen teilen, wenn das gar nicht unbedingt der Fall ist, weil es unheimlich wichtig ist, dass diese Ausschlüsse, die ja historisch gar nicht unbedingt da waren, dass die auch weiter nicht passieren in den Communities und dass da stetig dran gearbeitet wird, dass halt Communities inklusiv bleiben und werden, wenn sie es nicht so sind. Dann lasst uns mal darüber sprechen, ob Bi-Sein nur eine Phase ist. Ah ja, was es gibt so viel, ja, was auch ein Vorurteil falsch ist. Ja, würde ich auch sagen. Allein schon die Frage, was ist das Problem daran, eine Phase zu haben, und was ist das Problem mit der Phase? Schon noch bevor wir darüber reden, ob bestimmte Identitäten und Beschreibungen denn Phasen sind, sollten wir eigentlich mal drüber reden. Warum dürfen wir keine Phasen haben, und warum sind Phasen weniger wert, angeblich? Ich meine, lebendig sein ist eine Phase. Ja, das auch. Beziehungsweise ist Identität ja auch nicht unveränderlich, und Dinge müssen nicht unveränderlich sein, um einen Wert zu haben oder nicht dauerhaft. Also es ist auch eine Sache oder eine Identität oder eine Phase oder was auch immer nicht weniger wert, weil es kürzer dauert. Es ist genauso wie eine Beziehung nicht zwangsläufig weniger wert ist, weil sie kürzer dauert. Und genauso ist es halt auch mit Identitäten und Zeiten, und wenn sich jemand für eine Zeit mit einem Wort beschreibt und dann mit einem anderen aus unterschiedlichen Gründen, entweder weil die Person vielleicht merkt, ja, das passt vielleicht nicht und hat auch nicht gepasst und ein anderes Wort passt besser, aber das war halt bislang das Beste, was ich hatte oder so, oder das Einzige, was ich kannte, oder weil sich vielleicht wirklich etwas ändert, weil Sexualität, Identität, Orientierung, andere Orientierung, Geschlechtsidentität, das kann ja alles auch fluider sein für manche Menschen. Ich meine, mein muss es aber nicht. Ändert sich in Halbstunden bis Tagesphasen. Sie kommen halt wieder. Und ist trotzdem.
Ich glaube, auch wieder an der Stelle so, klar ist es wichtig zu sagen, ja, für manche Leute ist es absolut keine Phase. Es gibt einen Riesenhaufen Leute, für die ist es ein total stabiles Ding, was sich durch ihr ganzes Leben zieht. Und das ist cool und das ist wichtig zu sagen. Aber gleichzeitig, wa wa was ist, warum ist Phase ein Problem? Ich glaube, das ist dann wieder dieser nächste Schritt, dieses, okay, wir müssen aber auch die Grundannahmen, die dahinter, nicht nur Vorurteile so debunken, sondern und irgendwie sagen, nein, das stimmt nicht, sondern auch die Grundannahmen, die hinter diesen Vorurteilen stecken und die aus denen irgendwie was Negatives machen wollen, müssen wir auch hinterfragen, um halt inklusiv für alle Erfahrungen, die Menschen machen, mit diesem Label zu sein. Ich meine, es ist ja auch diese Vorstellung, dass die Möglichkeit, dass sich in der Zukunft etwas ändern könnte, so ein Problem ist. Weil im Grunde kann jetzt von uns dreien, wir würden uns alle unter dem Label N-Spec sehen. Aber wenn sich in der Zukunft das ändert, wäre das ein Problem? Ich denke nicht. Also, ich meine, ich habe ja, es haben sich ja auch Label von mir geändert und es gibt Label, von denen ich denke, oder Wörter, die ich verwende, um mich zu beschreiben, um Dinge zu beschreiben, von denen ich nicht damit rechne, dass sie sich ändern oder in nächster Zeit ändern. Und es gibt halt Bereiche, wo ich denke, da gibt es vielleicht mehr Änderungspotenzial. Aber ich könnte auch total falsch liegen und trotzdem, unabhängig, ob sich bestimmte Dinge ändern oder nicht, ist das jetzt so, wie es ist und ist jetzt so, wie ich mich beschreibe. Und das sollte auch ernst genommen werden, dementsprechend. Aber deswegen, weil es jetzt so ist und weil es jetzt etwas über mein Empfinden und mein Erleben dieser Welt aussagt. Ich glaube, diese Phasensache kommt ja manchmal auch von Leuten, die das Label B irgendwann mal durchlaufen haben und dann tatsächlich in ihrer eigenen Erfahrung festgestellt haben, so nein, das war noch das falsche Label. Vielleicht ist da so compulsory heterosexuality, also gesellschaftliche Vorstellung, dass Menschen hetero sein müssen, die das irgendwie das Bild eigentlich verzerrt hat. Vielleicht finden Leute raus, so okay, ich dachte, ich empfinde vielleicht Anziehung zu Menschen aller Geschlechter, aber in Wirklichkeit ist nichts davon wirklich die Art von Anziehung, die ich da drin gesehen habe. All das kann ja passieren. Und dann gibt es ja einmal die Möglichkeit, dass Menschen sagen, so, jo, damals hatte ich diese Phase, da habe ich das so empfunden und jetzt ist es aber anders. Und es gibt aber auch die Möglichkeit, dass Leute sagen, so, ja, ich habe damals dieses Label verwendet, das war einfach noch nicht das richtige Label, das hat nicht so richtig auf mich gepasst, auch damals schon nicht, aber ich wusste es einfach noch nicht so richtig besser. Ich habe noch ein bisschen Selbstfindung gebraucht, bis ich zu einem Label gefunden habe, was auf mich passt und eigentlich auch schon immer auf mich am besten gepasst hätte. Und aus dieser Erfahrung heraus, die manche Leute machen, wird dann manchmal projiziert auf Leute, die sich jetzt als bi identifizieren. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass das innerhalb der Community insbesondere nicht passiert. So. Gleichzeitig ist aber auch dieser Phasenvorwurf unheimlich doll aus so der so gesamten heteronormativen Kultur, die halt sagt, so nur eine Art von Anziehung, die so und so aussehen muss, ist valid. Und wenn du irgendwas anders empfindest, dann muss das ja was sein, was vielleicht gerade so jugendlicher Leichtsinn tut und nicht irgendwas, was einfach da ist oder jetzt sein kann. Genau. Aber um nochmal zurückzukommen, auch wenn Leute im Nachhinein sagen, ja, nee, war falsches Label, auch dann ist ja in dem Moment, wo die Person das Label noch verwendet, das Label das Beste, was da ist. Und das ist das, was wir dann einfach Leuten abkaufen sollten und fertig, egal ob das immer so bleibt oder sich verändert oder es vielleicht nie so ganz das Richtige war. Ja, und außerdem besteht ja immer noch die Chance, dass es sich nicht ändert. Also. Ja, eben. Genau. Und das Einzige, wo man tatsächlich über was die Label einer anderen Person sein könnten, diskutieren kann, ist, wenn die Person einen gefragt hat. Explizit. Deutlich. Hey, kannst du mir weiterhelfen? Kennst du ein Label, das irgendwie darauf passen könnte? Genau. Finde auch spannend, dass so
dieses Phasending, was ja eigentlich auf jede Sexualität zutreffen könnte, genau wie auf jedes Geschlecht, immer nicht für alle verwendet wird. Und gerade spezifisch für Bi-Personen, aber auch spezifisch ja durchaus auch für Aro-Personen, Ace-Personen, rausgeholt wird und das wird damit gelabelt. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass so keine so eine gesellschaftlich mononormative Aha, und so sieht dann die monogame Beziehung aus, in der diese Person dann offensichtlich ist, weil alle Leute das anstreben. Weil da bei Bi- und Aceback-Identitäten ist nicht so richtig was daran geknüpft und das kann sehr, sehr verschieden irgendwie aussehen, unabhängig davon, dass es halt auch bei allen anderen Sexualitäten auf alle Arten aussehen kann. Aber es gibt gar nicht so ein Idealbild so richtig und dann denken sich Leute so, okay, ich bin so völlig verwirrt davon, und Leute haben das Gefühl, da ist, sie können sich nicht vorstellen, was daran irgendwie konstant sein könnte, und da hört dann einfach das Vorstellungsvermögen auf, weswegen dann spezifisch diese Identitäten so sehr mit diesem Phase-Ding belegt werden. Ich meine, ich glaube, Phase-Ding, dieses Vorurteil gegenüber Phasen hat auch was mit dem Alter der Person zu tun, auf das es angewendet wird. Weil ich habe das Gefühl, je jünger eine Person ist, desto wahrscheinlicher wird das verwendet. Ja, das auch. Oder je eher die Person gerade eine schlechte Beziehungserfahrung gemacht hat. Oder dann, also bei Acebacks ist es auf jeden Fall so, nach, wenn irgendwie was Schlechtes war, ja, du findest eine bessere Beziehung. Also zumindest kenne ich das so und habe das auch von anderen Leuten gehört. Und ich weiß nicht, wie es bei Bi-Personen ist. Aber da weiß ich, kenne ich das von einer Person allerdings. Die kommt generell aus einem sehr konservativen Umfeld. Und da kenne ich sehr viele solche Aussagen aus der Richtung, auch ganz andere, die halt als, ja, eine schlechte Beziehungserfahrung hatte und sich dann eine gleichgeschlechtliche Beziehung hatte, beziehungsweise auch ihr inneres Coming Out, äußeres Coming Out, wo dann auch kam, ja, hey, du hattest jetzt diese schlechte Beziehung, das ist jetzt eine Phase und das gibt sich wieder. Ja. Du wirst dann eh wieder heterosexuell, wenn du da getrauert hast und den richtigen gefunden hast oder so. Richtig krass mies. Ich glaube, daran geknüpft ist auch meine Beobachtung, dass so diese Bi-Phasen-Vorwürfe sowohl auf jeden Fall auch für Jugend verwendet werden, aber auch für so allgemeine Lebenskrisensituationen. Also Punkte im Leben, wo Leute das Gefühl haben, so, oh ja, diese Person ist jetzt gerade emotional auf so einem total ableistischen Standard natürlich auch nicht so zurechnungsfähig und wir warten jetzt erstmal ab, und bis sich diese Phase des Lebens legt, und dann legen sich auch diese Erkenntnisse, die diese Person in dieser Zeit über ihre, ja, selbst hatten. Was ich noch dazu sagen muss, gerade bei dem nur eine Phase-Ding, wo ich es auch kenne, ist auf junge Transpersonen angewendet. Ja. Ja. Ich glaube, auch da ist es ein Riesending, wo ja auch irgendwo, ich meine, da projizieren ja auch Leute Hoffnungen. An all diesen Punkten, da projizieren Leute aus dem Umfeld Hoffnungen, dass diese Person sich jetzt doch bitte schön für ein normatives Bild nochmal entscheiden, soll und fertig. Ja, wobei diese Leute sich, Entschuldigung, dass ich schweife ein bisschen ab, glaube ich, aber sich überhaupt nicht überlegen, was mit so einer Entscheidung einhergeht. Weil ich bin ja auch in einem relativ konservativen Umfeld erstmal aufgewachsen und ich habe eine Erinnerung, dass ich mich mit 14 Jahren circa, ich bin mir nicht ganz sicher, dafür entschieden habe, ich habe kein Problem, was mein Geschlecht angeht, unter Anführungszeichen. Es hat dazu geführt, dass ich random geheult habe, wenn ich damit konfrontiert wurde, aber nicht wusste, was los ist und alles Mögliche, weil ich mir das nicht eingestehen konnte. Aber ich hatte mich dafür entschieden, dass ich kein Problem habe. Und wenn Leute sagen, ja, die Person könnte sich da ja nochmal anders entscheiden, haben sie keine Ahnung davon, glaube ich, was hinter so einer Entscheidung steht, wenn sie denn kommt. Und das nicht wirklich ist, dass die Person feststellt, es ist es vielleicht doch nicht. Jemand in meiner entfernteren Verwandtschaft hat sich mit 12 als trans geoutet. Okay, die erste Aussage der Mutter war, sie macht dich nur nach. Nein, er hat mich nicht nur nachgemacht. Und er hat sich dann auch versucht, eine Zeit lang wieder
als Mädchen zu sehen. Und das war, boah, das war grausig, wie es ihm Das ist ging. schmerzhaft. Das war grausig, wie es ihm ging. Und dann hat er sich wieder geoutet. Ja, ich glaube, so Entscheidungen über Sexualität und Geschlecht und so sind halt sehr bei den allermeisten Menschen nur sehr begrenzt möglich. So. Ja. Oder auch mit hohen Kosten möglich. Du kannst es dir, also ich würde sagen, du kannst es dir selber einreden, du kannst es ignorieren versuchen. Also zumindest war es für mich so. Aber es geht nicht weg. Es verschwindet ja nicht. Und der Versuch davon bringt Leute halb um. Ja, ich glaube, es kann Leute geben mit Sicherheit, für die solche Entscheidungen möglich sind, aber wir sollten nicht davon ausgehen so. Und selbst wenn, ist es ja auch ihr eigentlich für die Konsequenz egal so. Wenn das nicht etwas als etwas Schlechtes gesehen werden würde, dann wären ja auch Leute, die das als Entscheidung irgendwie glauben, dass es eine Entscheidung ist, könnten ja auch sagen so, ja, dann hast du dich für diese Option entschieden. Auch das wäre ja, auch da sollten wir für kämpfen, dass Leute sagen können, so, ich habe mich entschieden, das zu sein und es war meine freie Entscheidung und ich will das jetzt und das ist cool. Also ich glaube, es ist wichtig, dass wir beide Schienen fahren. Also nicht nur sagen, so, born this way, so, Ja. weil das auch, das spielt dann auch in so rein, so, ja, wenn wir es uns aussuchen könnten, wären wir etwas anderes. So, nee, so, Nein. vielleicht ist egal, ob ich mich jetzt, ob ich das bin, von wann auch immer an oder nicht, egal wie viel Freiheit ich darüber habe, kann ich auch sagen, ich will das halt und das ist cool. Und Ja. gleichzeitig, die Welt ist nicht so, dass Leute automatisch heterosexuell sind. Genau. Und Cis und Liste. Ja, dann gibt es ja auch noch passend zu, das ist nur eine Phase, die Annahme, dass die Person in Wahrheit etwas anderes wäre, also eigentlich nicht bi, sondern irgendetwas, was sie nicht zugibt, also dass die Person eigentlich homosexuell wäre zum Beispiel. Und Lustiger. wir wollen das Gleiche gerade sagen. Und zwar, lustigerweise ist es immer so, dass dann die Annahme ist, dass die Person eigentlich auf Cis-Dudes mit Penissen steht. So, also es ist immer die Annahme so, wenn Männer bi sind, ist die Annahme so, ah komm, du gibst doch eigentlich nicht zu, dass du schwul bist, so. Und bei Frauen, die bi sind, ist es dann so dieses Ding so, ah Quatsch, du, ne, dass sie ja jetzt so ein bisschen experimentieren, aber eigentlich bist du doch hetero. Genau, und im Prinzip, auch egal welches Geschlecht Leute haben, auch bei nicht-binären Leuten, läuft irgendwie witzigerweise die Person ist eigentlich etwas anderes oder Sache darauf hinaus, dass doch eigentlich alle in unserer Gesellschaft Cis-Männer richtig geil finden. Ja. Ja, meine Güte. Ich verstehe diese Annahme fundamental Was nicht. für eine Überbewertung von Cis-Männern. Patriarchat. Ja. Dazu gibt es gar nicht so viel mehr zu sagen, was über das, was wir gerade gesagt haben, bei einer Phase hinausläuft. Es ist einfach nochmal wichtig, auf diese Dynamik hinzuweisen, in welche Richtung Leute glauben, dass dann die in Anführungsstrichen eigentliche Orientierung gelagert ist, wenn Leute denken, ah, das ist doch nur eine Phase. Ja, genau, dann gibt es noch das Thema, was wir so ein bisschen benannt haben in der Vorbereitung mit problematische Normalisierungsstrategien und gemeint haben wir damit so Sprüche wie alle sind ein bisschen bi oder bisschen bi schadet nie. Ja. Ich glaube, so dieses alle sind ein bisschen bi, das klingt erstmal total empowernd. Das klingt erstmal so, als ob so Leute mitnimmt und sagt so, yo Leute, diese Vorurteile sind doch alle Quatsch. Wenn alle bi sind, dann könnten wir doch alle einfach friedlich und cool sein und alles ist nice. Das ist manchmal so eine unreflektierte Strategie, gerade durchaus auch von Menschen, die irgendeine Art von als bi vielleicht zuzurechnender Anziehung empfinden und die sich einfach nicht was anderes vorstellen können, die sich nicht vorstellen können, auf
Menschen oder bestimmte Menschen einfach wirklich nicht zu stehen. Und diese Idee führt erstmal natürlich auf dieser Schiene dazu, dass halt bestimmte Erfahrungen dann abgewertet und unsichtbar gemacht werden. Und gleichzeitig ist es so ein bisschen perfide, dass es dazu führt, dass die spezifischen Probleme, die eine Community und Menschen, die sich mit diesen Labels identifizieren, erleben, nicht mehr so gut benannt werden können. Weil wenn alle was sind, ist eigentlich die Konsequenz dieselbe, wie wenn niemand etwas ist. Und zwar, dass es keine bestimmte Gruppe mit bestimmten Forderungen und bestimmten Problemen gibt, die sagt, hier, das sollte sich ändern und auf die wir irgendwie hören sollten, um was cooler zu machen in der Gesellschaft. Und das macht halt auch gerade zum Beispiel so Sachen unsichtbar wie Statistiken zu geistiger Gesundheit oder die extrem erhöhte Wahrscheinlichkeit, sexuelle Übergriffe erlebt zu haben. Weil wenn alle es sind, dann können ja nicht irgendwie überdurchschnittliche Werte zum Durchschnittswert vorhanden sein. Ja, dann können Statistiken gar nicht erhoben werden, dann können Menschen gar nicht befragt werden und dann können wir gar nicht auf Erfahrungen, die spezifisch wir machen, gut hinweisen. Und ein bisschen nie, wie schadet nie, schlägt halt genau in dieselbe Kerbe rein. Und zwar ist das so ein bisschen, ja, man könnte sich, ja, entweder alle sind ein bisschen bi, oder man kann sich ja immer dafür entscheiden, ein bisschen zusätzlich bi in sein Leben zu nehmen, was eine sehr seltsame, also eine auf sehr viele Leute nicht zutreffende Vorstellung von Sexualität ist. Ja. Ich glaube, so diese irgendwie alle sind bi oder alle könnten bi sein oder man kann sich einfach entscheiden, ein bisschen bi, ja, was auch immer das sein soll, zu sein, ist eigentlich so Erasure durch die Hintertür. Und über Erasure haben wir ja schon geredet, aber es geht darum zu sagen, ja, deine Erfahrung ist jetzt hier nicht besonders. Warum labelst du dich überhaupt so? Es ist so, wie zum Beispiel gesagt wird, dass Demisexualität für Frauen bzw. Menschen, die von der Gesellschaft halt dann als weiblich eingeordnet werden, vor allem FF-Personen eben normal wäre und dementsprechend nicht besonders. Und das ist halt hier genauso. Und das ist hier genauso schädlich und falsch auch. Das Ganze verbindet sich halt eben mit dieser Idee, dass Bi nicht richtiges Queersein wäre, meistens im Gegensatz zur Homosexualität. Und da spielt jetzt auch wieder die Annahme mit rein, dass Bi-Personen ja eh in hetero Beziehungen sein könnten. Und da sind wir auch wieder beim Thema Erasure. Ja, und Unsichtbarkeit, weil eben das Bi-Sein einer Person, die jetzt in einer, egal eigentlich in welcher Beziehung, ob die jetzt in einer Hetero-Beziehung ist oder in einer homosexuellen Beziehung, das kann der Person dann einfach nicht angesehen werden in der Form, wie vielleicht Homosexualität an der Beziehung ablesbar sein kann. Und das macht halt unsichtbar. Ja, ich glaube, dass Bi nicht richtig queer ist, ist noch ein Vorurteil, was sowohl in hetero als auch in queeren beziehungsweise insbesondere schwul-lesbischen Spaces unheimlich verbreitet ist, weil Vorstellungen von was queer sein bedeutet, da manchmal einfach sehr, sehr eng sind, so. Und weil, wir haben gerade über Erasure schon viel geredet, weil kein Bewusstsein da ist für Unterdrückung und Erleben, was sich eben gerade auch in Kontexten, die nicht nach außen total sichtbar sind, die ganze Zeit äußert. Ich meine, hier muss man auch dazu sagen, als Leute, die Aspects sind, haben wir auch jede Menge Erfahrung damit, dass Unsichtbarkeit definitiv kein Privileg ist. Ja. Ja, genau. Und das ist es für Personen auf dem M-Spec genauso wenig. Ja, was manchmal passiert, ist, dass dann Bi-Personen nur über als gleichgeschlechtlich
gelesene Beziehung dann Queerness zuerkannt wird. Also zum Beispiel in Momenten, wo Leute eine gleichgeschlechtlich gelesene Beziehung haben, gesagt wird so, ja, offensichtlich bist du jetzt real queer, und in dem Moment, wo diese Beziehung nicht mehr da ist, wird die Person dann nicht mehr als queer gelesen, wenn sie sich eben als bi labelt. Beziehungsweise wenn die Person in eine Beziehung kommt, die halt von außen, der irgendwie hetero zugeschrieben wird von außen, wird dann die Person irgendwie dann in ihrer Identität eigentlich das Ganze völlig abgesprochen und das nur abhängig gemacht von der jeweiligen Partnerperson, was ja bei anderen Sachen gar nicht so unbedingt passiert. Also niemand käme auf die Idee, dass jetzt ein Heteromann aufhört, hetero zu sein, in dem Moment, wo er in keiner Beziehung ist. Voll. Ist, glaube ich, so ähnlich wie bei heterosexuellen Personen auf dem aromantischen Spektrum und heteroromantischen Personen auf dem asexuellen Spektrum, wo ja auch oft quasi gesehen wird, ja, die Personen sind ja in Hetero-Beziehungen, also sind sie nicht so richtig queer, was aber da natürlich genauso Quatsch ist wie bei Bisexualität oder Biromantik und Bisein generell. Ja, und wir haben gerade ja auch gesehen, dass halt ganz viel Gewalt und Probleme auch passieren, gerade in Beziehungen so. Und dass diese Unsichtbarmachung über Beziehungen dann nochmal besonders gefährlich ist, weil diese Menschen, die gerade in einer Beziehung, die auf eine Art gelesen wird, wo Leute dann nicht mehr sehen, dass diese Person bi ist, vielleicht in Gefahr ist, die eine queere Community, queeren Support gerade ganz besonders braucht. Und deswegen ist es nochmal extra schlimm und nicht nur so ein, na gut, habe ich die Person jetzt falsch gelabelt, sondern wirklich ein strukturelles Problem, dass das passiert. Vor allem, das wird ja auch, diese Sachen, die wir reden, diese Vorurteile, worüber wir reden, die werden ja auch internalisiert. Und das heißt, dass eine Person, ja, weil sie mit diesem Vorurteil vertraut ist, weil sie mit dieser Einstellung vertraut ist, sich vielleicht gar nicht mehr traut, Hilfe zu suchen. Und das wird ja durch negative Beziehungen, wird sowas ja durchaus noch verstärkt. Ja, klar. In die Richtung geht auch etwas, was wir vor einiger Zeit am Aspect German Discord Server gelesen haben. Und zwar die Annahme, dass Bi die langweiligste queere Orientierung sei. Was ja auch, also ich glaube, das hat sich ja auch etwas mit dem zu tun, was wir vorher gesagt haben. Also dass quasi die Annahme besteht, dass bisexuelle Personen ja noch in Hetero-Beziehungen sein können oder so. Aber gleichzeitig, was hat Orientierung, also oder was hat Queerness generell mit Langeweile zu tun? Also, oder mit spannend sein. Also ich bin ja nicht queer, damit das irgendwie spannend ist für die Welt oder auch für mich, oder auch die Häufigkeit einer bestimmten Ausprägung von menschlichem Erleben, von Sexualität oder geschlechtlicher Orientierung, hat ja nichts damit zu tun, ob das jetzt langweilig ist oder nicht oder spannend. Ich verstehe einfach nicht, was das überhaupt für ein Maßstab ist, der da angelegt wird. Und ich denke eben, nach allem, worüber wir gerade gesprochen haben, viele Personen auf dem M-Spec und Personen, die bi sind, würden sich, glaube ich, wünschen, dass ihr Leben aufgrund ihrer Bisexualität vielleicht wenig oder Biromantik oder Biorientierung weniger spannend wäre. Würde ein paar Probleme sparen. Mögest du ein interessantes Leben führen? Also ich musste erstmal zweimal nachfragen, als ich das gehört habe, weil ich würde sagen, mein Bi-Sein bereichert mein Leben auf viele spannende Arten, und habe auch das Gefühl, dass das vielen Leuten eigentlich so geht. Gleichzeitig habe ich natürlich auch das Gefühl, so an manchen Punkten meines Lebens hätte ich mir ein bisschen weniger Drama im Zusammenhang mit Bi-Sein gewünscht. Aber ich glaube, so dieses Langweilige ist einfach unheimlich komisches Wort im Zusammenhang mit Sexualität und mit queeren Labeln. Ja. Ich meine, wir sollten hier vielleicht dazu sagen, dass die Situation
Gesellschaft dann auch weiterging und die Person sollte jetzt nicht von irgendjemandem dafür Ärger bekommen, dass er das damals gesagt hat. Genau, also da es gab dann ein Gespräch darüber, aber es ist halt so ein bisschen hängen geblieben, Und wir greifen die Aussage dass hier es eben auf, weil sie diese uns die Aussage Impulse gab. gibt, nicht Genau, und diese weil Person das ja nicht das zu steinigen. genau, und weil das ja nicht das einzige Mal ist, dass das jemals von irgendjemandem geäußert wurde. Ja. Ich glaube, was ich spannend finde, ist, dass ich auf jeden Fall auch schon das genau gegenteilige Vorurteil erlebt habe. Also die Vorstellung, dass Bi-Menschen irgendwie extra spicy sind. Also, dass das die sind, die haben Dreier, die haben Polybeziehungen, dass die sind besonders kinky, die haben alle möglichen wilden Konstrukte, die super special sind und auf jeden Fall auch dann fetischisiert werden können, natürlich sofort. Und genau, ich glaube, das sind so, das zeigt so ein bisschen, wie arbiträr diese Vorurteile sind und wie sich manchmal so Vorstellungen bilden können, die einfach irgendwie unzusammenhängend sind, aber vielleicht auch dann wieder strukturell mit manchen Vorstellungen irgendwie zusammenhängen, aber wie diese strukturellen Diskriminierungsschienen dazu Gesamturteilen dann irgendwie dann hinkommen können, die sich sogar widersprechen. Vorurteile Ja. haben nicht nur Logik. Sie haben eine gewisse Logik, wenn man sie Schritt für Schritt nachvollzieht. Es ist nur keine, die widerspruchsfrei, sinnvoll oder irgendwas in der Art wäre. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zur nächsten Frage in unserer Umfrage. Wir haben ja die Leute in der in unserer Community oder auch Bi-Personen, M-Spec-Personen auch gefragt, welche Vorurteile ihnen schon begegnet sind oder ihnen bekannt sind. Und ich denke, jetzt haben wir schon sehr viel dazu gesagt und müssen jetzt nicht mehr so viel dazu reden, aber ich denke, wir sollten die Antworten noch vorlesen. Sal, möchtest du anfangen? Also ein Vorurteil, das Aro-Eyes Polyagenda panorientierte Person aufgeschrieben hat, war, du kannst dich nur nicht festlegen oder das geht nicht zusammen mit Aro-Eyes. Hatten wir schon, also das erste hatten wir schon. Ich denke, geht nicht zusammen mit ROAs, haben wir noch nicht so viel drüber geredet. Aber das ist auch sowas, wo Leute einfach nicht checken, dass es ja für manche Leute dann einfach schon zusammengeht. Es ist so, als ob Grey Aces nicht existieren würden. Das steckt auch noch erstens mal drin. Also erstmal negier das Graubereiche, dann negier das halt, dass Menschen nicht alle Anziehungen als eines oder gleich empfinden. Es negiert, dass Menschen neben ihrer sexuellen und/oder sexuell-romantischen Orientierung noch andere Orientierungen oder Ausrichtungen haben können oder andere Gründe haben können, dass sie Leute toll, anziehend oder was auch immer es gerade für sie ist, empfinden oder finden. Ja. Nächste Antwort, die wir bekommen haben, wäre dann nur eine Phase, sehr promiskuitiv, unfähig zu committen in Beziehungen, müssen sich nur mal verbindlich entscheiden. Ich glaube, das spielt total rein in diesen ganzen Cluster von Sachen, über die wir schon geredet haben. Also alles, was irgendwie damit zu tun hat, nicht einfach mal eine Sache zu machen und Punkt, Ende, damit das irgendwie klarer kategorisierbar ist. Ich habe das Gefühl, so alles, was da drunter fällt, ist halt irgendwie ein Bi-Vorurteil und das ist eine schöne Auflösung davon. Voll. Ich glaube, Leute haben gerne klare Kategorien, nur ist das leider nicht, wie Menschen funktionieren, sage ich mal. Ja. Und es ist halt auch wild, wie diese Kategorie Bi, weil es irgendwie nicht alles klar, das ist die eine Sache, die ich mir vorstellen kann, dann irgendwie so völlig zu so Error bei Leuten führt. Ja. Dabei ist Bi noch verhältnismäßig straightforward. Ja, das stimmt. M-Spec generell ist eigentlich relativ straight, würde ich sagen. Ja, genau, wir sind alle richtig straight. Straightforward, Okay. not straight. Vielleicht Ja, nicht. nee, voll. Aber Ja, genau, ich glaube, es ist sorry. irgendwie aus so einer Community-Perspektive irgendwann schwer zu verstehen, wie
schwer das zu sein scheint, das irgendwie aus so einer heteronormativen Perspektive so zu greifen. Ja, voll. Die nächste Antwort ist: Bi-Frauen seien Schlampen, die sich nicht entscheiden können. Von Heteros, Homo ist okay, aber Bi nicht, entscheidet euch mal. Obwohl ich mir sicher bin, dass diese Personen, wenn man mal länger mit ihnen redet, auch homophob sind, aber das hinter der Bi-Feindlichkeit verstecken. Von Lesben, Bi-Frauen seien Heteros mit Experimentierlust und würden Bi-Frauen nicht daten. Ich finde, da sollten wir noch mal kurz anmerken, dass sich das ja auch mit Sexismus überschneidet hier, die Vorurteile gegenüber Bi-Personen. Also, ich habe jetzt zumindest, ich habe jetzt bei, klar gibt es diesen sind Schlampen-Vorwurf generell oder sind total promiskuitiv, können sich nicht festlegen generell gegenüber Bi- bzw. M-Spec-Personen, aber bei Frauen bzw. weiblich gelesenen Menschen nimmt das nochmal so eine andere Dimension an und überschneidet sich mit diesem, ja, Frauen unter Anführungszeichen dürfen, sollen nicht viele Sexualpartner, viele Partner sonst wie haben. Ja. Und ich finde, da hat das nochmal so eine ganz andere Dimension. Ich meine, gleichzeitig überschneidet sich das dann bei Bi-Männern auch viel mit dann so Ängsten und Vorurteilen gegenüber so männlicher Homosexualität, die halt dann so mit Krankheitsstigma total einhergeht und die dann so eine Bedrohung für, ne? Die gute Ja. weiße Frau, so diese Figur davon, ne, irgendwie hingelegt wird. Und ja, genau, also es ist auf jeden Fall spannend zu sehen, wie irgendwie spannend, ne, traurig zu sehen, wie irgendwie dann nochmal so geschlechtsspezifischer Spin nochmal an diese Vorurteile von, naja, promiskuitiv gelegt wird. Total. Und was hier natürlich auch wieder angeschnitten wird, ist, egal wofür, egal ob Leute sagen, dass sie bi sind, das, wofür sie sich wirklich interessieren, sind natürlich Männer. Ja, Dieses angeblich, Vorurteil genau. ist natürlich wieder drin. Ja, naja, genau. Und ich finde auch, dass hier nochmal zur Sprache kommt, so, okay, es ist auch so Intra-Community halt Diskriminierung, die da passiert. Oder ich weiß nicht, ob Diskriminierung das richtige Wort ist, aber dass halt auch innerhalb von eigentlich Safe Spaces ist oder was Safe Spaces sein sollten, einem dann wieder Vorurteile entgegenschlagen können. Total. Ja, eine Antwort haben wir noch, dass die Beziehung über die sexuelle Orientierung bestimmt. Also zum Beispiel bisexuelle Frauen und heterosexueller Mann, dann muss die Frau ja auch hetero sein. Ja, das ist das Problem mit dem Erasure und der Unsichtbarkeit, oder? Ja. Wieder. Und eben so dieser Versuch, halt Leute auf eine Sache festzunageln. Ja. Beziehungsweise, dass halt viel auch, es macht, Bisexualität ist halt, ich sage mal in Anführungszeichen, schwer sichtbar an einer Person. Und dann wird so eingeordnet, weil so geht es halt am leichtesten unter Anführungszeichen, aber es entspricht halt Menschen nicht, wie ich, glaube ich, schon wiederholt gesagt habe. Menschen sind kompliziert. Die Nachricht Ja. des Jahrhunderts. Wir wussten das noch nie Voll neu. vorher. Ja. Ja. Sal, dafür musst du jetzt einen Nobelpreis kriegen, bitte. Genauso neu wie alte Generation beschwert sich über die nächste. Ja, das haben wir überliefert seit der Antike. Genau. Wollt ihr gleich zur nächsten Frage weitergehen? Wir haben ja gleich die nächste auf dem Plan. Und zwar haben wir dann noch gefragt, möchtest du von einer oder mehreren Situationen erzählen, in denen dir Bi-Feindlichkeit begegnet ist? Mara, möchtest du die erste Antwort vorlesen? Und zwar schreibt hier eine queere BNB-Person: Insbesondere von schwulen Menschen wurde mir schon häufiger gesagt, ich müsse nicht vorgeben, bi zu sein.
Von Cishet-Frauen wurde mir vorgeworfen, dass ich ihnen nicht vor dem geschützten Sex mitgeteilt hätte, dass ich bi bin, da ich ihnen ja der Gefahr von Geschlechtskrankheiten ausgesetzt hätte. Online wurde mir sogar schon mehrfach vorgeworfen, dass ich vor dem Sex einer Partnerin nicht zu erzählen, ob man bi sei, gleichzusetzen mit einer Vergewaltigung wäre. What? Puh. Also gerade das Letzte finde ich ja, das klingt nach einer Person hat schneller getippt, als sie denken konnte oder wollte, um ehrlich zu sein. Es passt halt in das, was ich eben schon gesagt habe, so dieses so, gerade ne, Menschen, die in schwulen Spaces unterwegs sind irgendwie oder die, von denen das irgendwie angenommen wird, dass die halt irgendwie ne, Krankheiten übertragen, gefährlich sind, dass das irgendwie automatisch mit höheren Risiken einhergeht, was halt ja echt krass ist und auch super stigmatisierend gegen Leute, die halt Krankheiten haben, die halt auch nicht automatisch deswegen ÜberträgerInnen sind. Ja, was halt auch Unsinn ist, weil Menschen ja trotzdem geschützten Sex haben können und auch Menschen, die Krankheiten haben können, ja sich schützen können und andere schützen können. Ja. Vor der Übertragung. Ja. Ja, dann haben wir eine Antwort noch bekommen. Das Land, in dem ich kurzzeitig mit einer Frau zusammen war, war sehr homophob. Da wurde man schon seltsam angeschaut, wenn man sich als Paar zu erkennen gab. Zum Glück war sie in der Öffentlichkeit zu höflich, um Taten oder Ansprachen folgen zu lassen. Die Person ist Gray Akoi Aro, Ace, Agender und Pan. Ich glaube, da wird auch nochmal deutlich, dass halt auch Bifeindlichkeit sich ja auch mit anderer Queerfeindlichkeit, mit Lesbenfeindlichkeit, Schwulenfeindlichkeit auch Überschnitte hat. Also Bifeindlichkeit ist nicht nur eben diese eigene Sache und diese speziellen Vorurteile und diese, wir haben auch viel über so häusliche Gewalt und so Sachen geredet, sondern Bifeindlichkeit ist halt eben auch auf der Straße angefeindet zu werden, wenn man als queer gelesen wird. Das ist auch das, was vorhin angeschnitten wurde mit Personen, redet über ja, schwule oder lesbische Menschen, findet sie voll okay, aber bi nicht. Meistens ist da doch Homophobie da. Ja, so Queerfeindlichkeit ist halt ein Gesamtding und da zu hoffen, dass man irgendwie durch so eine Respectability-Politics irgendwie versucht, sich aber von den anderen Queers abzugrenzen, kann halt nie funktionieren. So, also Befreiung ist nur für uns alle möglich oder niemand. Voll. Ja, eine Antwort haben wir dann noch. Darf ich die vorlesen? Ja, sicher, Sal. Ich bin mit einem insgesamt sehr homophoben und transphoben Vater aufgewachsen, aber das heftigste Gespräch war wohl das, wo ich gefragt habe, was er tun würde, wenn er einen schwulen Sohn hätte, und er gesagt hat, er würde ihn enterben und den Kontakt abbrechen. Daraufhin habe ich gefragt, ob das bei Bisexuellen genauso wäre, und er hat gesagt, dass er das noch schlimmer findet, weil die sich nicht mal entscheiden können und nur besonders sein wollen, beziehungsweise sich selber anlügen und eigentlich entweder hetero oder homo sind. Das bezog sich dann auch auf Frauen. Separat dazu wusste ich, dass er insgesamt einen besonderen Hass auf lesbische Frauen hat, was sehr schade ist. Demnach war mir klar, dass ich kann ihm niemals eine Freundin vorstellen, falls ich mal eine haben sollte. Bi, queer, ace, asexuell ist die Person und auf Nachfrage biromantisch und sex indifferent. Uff. Ja. Muss schon hart, also es ist hart, das von seinen eigenen Eltern zu hören. Ja, voll. Also gerade wenn das so gesagt wird. Ich meine, es gibt ja irgendwie Eltern, die sind ja nicht glücklich, eher unterschwellig, ignorieren das Thema, aber das so auszusprechen, ja, ist ja schon krass, weil du denkst, da geht's wahrscheinlich um ein potenzielles Kind, weil nur gefragt wurde, was wäre wenn, aber trotzdem, also. Ja, also ich sehe voll auch so Parallelen zu meiner eigenen Coming-out-Story, wo ich auch völlig so baff davon war erstmal, dass halt so in der und was wäre schlimmer, mir auch gesagt wurde, so ja, wenn du wenigstens lesbisch wärst, dann wüsste ich, woran ich bin oder so.
Und keine Ahnung, ich glaube, das zeigt einfach. Und ich glaube, viele Leute haben auch die Erfahrung andersrum gemacht, dass halt ihnen gesagt wurde, so, wenn du wenigstens bi sein könntest. Aber ich glaube, das zeigt einfach, man kann sich halt auf das Wort von queerfeindlichen Eltern nicht verlassen. So, man kann denen nicht glauben in dem Moment, wo die sagen, so, ja, wenn du wenigstens X wärst, weil die halt auf jede Sache schlimm reagieren würden. Es wäre so oder so schlimm für sie, weil sie halt einfach diese Einstellung haben und es gibt am Ende kein besser. Also du fällst halt aus der Norm, du bist queer und damit ist das das Problem. Sehe halt Ja, auch so. wie sehr das Gegenteil zu meiner Erfahrung mit meinen Eltern ist, wo ich halt die Erfahrung gemacht habe, ich komme nach Hause vom Kindergarten und frage, was heißt denn schwul? Und meine Eltern erzählen mir ja das und das und das war dein Onkel, wo wir regelmäßig das Grab besuchen gehen und Blumen hinlegen und sie Geschichten erzählen, wer denn Ja. war. Und was das für mich damals bedeutet hat als Kind, als Jugendlicher, der dann irgendwann herausfindet, queer zu sein. Es ist einfach ein ganz anderer Zugang und du wirst ganz anders, ich sag mal, zu Hause und angenommen, so. Spürt man ja auch als Kind, ob die Eltern einen dann noch wollen Tja. würden, selbst wenn man nicht das ist, was sie genau erwarten. Voll. Ja. Ja, und ich würde sagen, dann kommen wir mal zur letzten Frage unserer Umfrage. Und zwar haben wir unsere TeilnehmerInnen noch gefragt, wie bist du mit diesen negativen Situationen umgegangen und hast du vielleicht Ideen, Tipps für andere, wie sie am besten mit so einer Situation umgehen können? Und ich glaube, das ist auch noch ein ganz gutes Thema, nachdem wir jetzt relativ viel über Vorurteile und Bifeindlichkeit gesprochen haben. Ja, und ich glaube, man muss als allererstes mal dazu sagen, dass halt so ein Umgang mit Situationen und auch Reaktionen super situationsbedingt sind. Also Faktoren, die da reinspielen können, sind, wie nah stehst du Leuten, was sind gerade Risiken für dich in dem Moment, wie fühlst du dich gerade, ne? Was hilft dir normalerweise, hilft dir generell irgendwie Dampf ablassen, sich beschweren, wie nahe gehen dir bestimmte Situationen, hast du das Gefühl, du ziehst was draus, andere aufzuklären oder ist es was, was dich nervt oder was dich noch unsicherer macht oder mit dem du dich, da, das dich sich anstrengend und schwierig anfühlt in einer Situation, wo du schon eh gerade eine beschissene Sache erlebt hast. Es gibt nicht das Generalrezept. Auf eine allgemein schon beschissenere Situation kann man halt auch nicht wirklich eine gute Reaktion dann finden, sondern es ist halt ein, okay, wie kann ich irgendwie jetzt wieder zu mir finden? Wie kann ich irgendwie jetzt entweder die Gesamtsituation besser machen, wie kann ich mich jetzt davon erholen, was gerade passiert ist, was kann ich allgemein tun? Voll. Soll ich schon mal die erste Antwort vorlesen? Ja, und zwar wurde uns geschrieben, man lernt einfach, wem man was erzählen kann, ohne auch in Gefahr zu bringen. Ich würde insgesamt sagen, dass das Internet mit den vielen netten, ebenfalls queeren Leuten schnell ein falsches Bild erstellt. In der echten Welt gibt es immer noch sehr viel Feindlichkeit. Seid also vorsichtig. Tastet euch erst mit hypothetischen Dingen an, anstatt euch direkt bei jemandem wie einem Elternteil zu outen, ohne zu wissen, wie sie dazu stehen. Natürlich kann man sich auch bei einem Vater outen, von dem man weiß, dass er homophob ist, wenn das wichtig für einen selbst ist und der Cut einen nicht stört. Für mich war das zum Beispiel nie eine Option. Es kommt auch immer auf die Schwere an, wenn jemand sagt, er findet alle Bi-Leute sollten sterben, dann solltest du dich lieber nicht outen. Vielleicht sogar das vorsichtige Warum vermeiden, auch wenn es interessant ist. Wenn jemand allerdings mehr oder weniger friedlich ist und es nur nicht gut findet, unter Anführungszeichen, kann jeder selber entscheiden, was besser ist. Fühlst du dich wohl dabei, das Gespräch anzufangen? Wenn ja, frag nach, warum. Klär die Person über Stereotypen auf. Aber nicht jeder hat die Energie dafür und das ist okay. Manchmal reicht es einfach, ein falsches Lächeln aufzusetzen und die Person in Zukunft zu meiden. Vergesst nur nicht, dass das nur eine Interaktion war. Ihr werdet Leute finden, die euch akzeptieren. Gebt nicht auf. Entschuldigung, ich fühle mich gerade verpflichtet anzufügen, es gibt auch im Internet wie Feindlichkeit. Ja. Auf jeden Fall. Oder Queerfeindlichkeit generell. Ja. Also, es freut mich, dass die Person sehr gute Erfahrungen gemacht hat. Ich habe auch sehr gute Erfahrungen mit Online-Communities, aber ich habe einfach auch Erfahrungen mit Queerfeindlichkeit im Netz. Ja.
Und ob Ja. dir mehr Queerfeindlichkeit in der Realität oder im Netz entgegenkommt, hängt so stark davon ab, wo du gerade unterwegs bist. Ja. Also ich habe auch in der Realität tatsächlich schlechtere Erfahrungen als im Netz, aber insgesamt einfach so, es ist halt nicht schwarz und weiß so. Aber ich glaube, so der Punkt, warum wir diese Antwort aufgegriffen haben, ist ja, weil daran sehr klar wird, dass so in schwierigen Situationen aufklären und halt irgendwie Community erklären, so auf den Tisch hauen, sich gegen Vorurteile einsetzen, dass das oft eine sehr zwiespältige Sache ist und da viel reinspielt, okay. Wie sicher ist das gerade? Wie fühle ich mich gerade? Und dass es halt eben auch völlig valide ist, zu sagen, so, okay, in dieser Situation habe ich gerade nicht die Sicherheit, nicht die emotionale Sicherheit, nicht die Energie, jetzt was zu sagen. Und das ist auch okay. Und das ist auch wichtig und vernünftig und sinnvoll, Situationen einzuschätzen und zu gucken, wie fühle ich mich gerade, was kann ich gerade. Total, und auch wenn für mich zum Beispiel auch generell Aktivismus und Aufklärung auch ein Weg ist, damit umzugehen oder auch mit meinen negativen Erfahrungen umzugehen, ist halt keine Person verpflichtet, das selbst in die Hand zu nehmen. Sondern es geht auch immer und noch weniger, das in einer bestimmten Situation in die Hand zu nehmen. Also auch wenn ich das tatsächlich dann oft doch mache, habe ich auch Situationen, wo ich sage, nee, das mache ich nicht. Und auch wenn eine Person sagt, Aktivismus ist so generell nicht mein Ding, dann ist doch kein Mensch verpflichtet, das zu machen. So. Ja, also ich glaube, so Aktivismus und Aufklärung sind für mich was sehr Empowerndes, aber es gibt trotzdem sind Situationen, in denen ich sage, okay, pick your battles, das ist jetzt hier gerade nicht der Moment, in dem ich das kann und möchte. Und das ist auch okay. Genau, und ich muss mich ja auch nicht verausgaben in einer Situation, wo ich nicht den Sinn, das Ziel oder auch gerade einfach nicht die Energie für mich selber sehe dabei. Und wo ich ja eh schon verletzt wurde, so, wo eh schon jemand was Beschissenes gesagt hat und dann noch da einzusteigen, ist halt nicht unbedingt schön. Und klar, Aktivismus ist nicht unbedingt schön, so, aber es ist wichtig, auf sich selber zu achten. Genau, und zu schauen, was ist für mich selber jetzt in der Situation auch das Bessere, Wichtigere, was brauche ich in der Situation und was will ich in der Situation. Und vor allem vielleicht auch, ist das wirklich, was ich möchte oder mache ich das aus dem Pflichtgefühl heraus? Also ich sollte das nicht aus einem Pflichtgefühl heraus machen, sondern weil ich gerade das Gefühl habe, dass ich das will. Genau. Und wenn ich dieses Wollen gerade nicht habe und die Energie nicht habe und ich auch nicht sicher bin und alles miteinander, dann werde ich es nicht machen. Oder muss ich es auch nicht machen. Und Genau. ich glaube, es ist auch noch mal zu unterscheiden, so dass halt, also ich glaube, Aktivismus und Aufklärung ist eine wahnsinnig coole Strategie, sich zu empowern und sich darüber hinwegzusetzen, über das, was einem die Gesellschaft so alles sagt. Ich glaube, es ist aber auch ein Unterschied noch mal, so was so die, das, wie nah das einem emotional geht, zwischen so, kläre ich jetzt meine nahen Verwandten auf? Und mache ich jetzt so einen Aufklärungsflyer für die Stadt oder sowas. Und es kann sinnvoll sein, auch wenn man das Gefühl hat, okay, diese Person, das geht mir jetzt viel zu nah, kann es trotzdem empowernd sein, zu sagen, so, okay, aber ich engagiere mich irgendwie an einer anderen Stelle, wo es halt vielleicht nicht Menschen sind, die mit denen ich super die emotional beladene Beziehung schon habe und verhindere so vielleicht, dass es anderen Leuten passiert. So kann vielleicht Situationen vermeiden so und die Welt besser machen auf eine Art, die muss nicht immer anfangen im eigenen Umfeld. Kann, aber muss nicht. Ich meine, bei der Antwort ist natürlich noch genereller zu sagen, du musst dich noch nicht mal outen. Ja. Ja. Du musst nicht Aufklärung betreiben, aber du musst dich noch nicht mal outen. Du musst noch nicht mal warum fragen. Du kannst eine Diskussion auch einfach komplett vermeiden, wenn es für dich sicherer ist. Oder sich einfach besser anfühlt in dem Moment. Ja. Und dass da eine Entscheidung ist. Ich hätte jetzt einen sehr weiten Sicherheitsbegriff mit emotionaler Sicherheit auch genommen, aber das Leute nicht immer so verstehen, sehr wichtiger Beitrag. Ja, genau. Es ist, Sicherheit Ja. heißt nicht nur, ich bekomme in der Situation auf die Nase. So, wenn ich danach irgendwie heulend nach Hause gehe oder eine Woche lang irgendwie da total drüber nachdenke und mich das traurig macht und wütend und depressiv und keine Ahnung was, dann ist es auch Teil von Sicherheit.
Ja, klar, aber selbst wenn das nicht der Fall wäre, also wenn ich jetzt nicht total fertig wäre deswegen, sondern einfach, wenn ich mir denke, ich habe jetzt keinen Bock und ich wäre dann 10 Minuten pisst oder bis ich heimgepisst, dann darf ich auch sagen, ich will das nicht. Es muss ja nicht das Extrem von emotionaler Mitgenommenheit sein, Ja. sondern ich kann auch einfach entscheiden, kein Bock heute. Ich kann auch einfach entscheiden, ich komme möglicherweise zu spät zur Vorlesung, Ja. wenn ich mich da jetzt drauf einlasse. Genau. Ja, ich glaube, wir haben jetzt viel drüber geredet, was irgendwie dieser Zwiespalt ist mit in einem Moment was sagen, aber ich glaube, so, es ist auch wichtig zu sagen, so ganz allgemein kann Aktivismus und Leute aufklären in Situationen, die sich okay anfühlen oder sich Situationen zu suchen, in denen sich das für einen selber okay anfühlt. Also zum Beispiel auf einen Pride zu gehen. Das ist auch eine Art von Aktivismus und Aufklärung. Das kann sich okay anfühlen, wenn sich andere Sachen nicht okay anfühlen. Und auf diese Arten so Aktivismus und Aufklärung zu betreiben, ist super empowernd und ist super cool und ist auch ein Weg, Community zu finden und andere Menschen zu finden, denen es ähnlich geht, die ähnliche Dinge erlebt haben. Und es kann sehr empowernd sein, irgendwie die Welt zu verändern an Stellen, wo man selber gemerkt hat, dass sie beschissen ist. Ja, wollen wir dann zur nächsten Antwort weitergehen? Ja, und ich würde sie jetzt gleich vorlesen. Ich versuche immer zu denken, dass Leute aus Unwissen und nicht aus Gemeinheit verletzend sind. Da an meiner sexuellen Identität nicht viel Schmerz hängt und das alles irgendwie easy peasy war, fällt es mir recht leicht, negative Situationen nicht persönlich zu nehmen. Ein durchaus großes Privileg, I know. Für Tipps für andere fühle ich mich aber nicht unbedingt qualifiziert. Vielleicht ist meine Sicht auch viel zu naiv. Winky Face Smiley? Ich glaube, an dem Kommentar wird sehr deutlich, dass es sehr, sehr unterschiedliche Erfahrungen gibt, was irgendwie Privilegien angeht, was negative Erfahrungen im Zusammenhang mit eigenen Identitäten angeht. Und das hat auch oft intersektionale Zusammenhänge. Das heißt, wenn jemand allgemein schon auf viele Arten privilegiert ist, ist vielleicht, wenn man nicht an zig Fronten gleichzeitig kämpft, ist es ein bisschen, kann es, muss es aber auch nicht, kann es ein bisschen einfacher sein, mit einer Art von Diskriminierung irgendwie umzugehen. Manche Leute haben auch einfach total viel Glück, so. Und ich glaube, es ist aber auch wichtig, und das macht auch dieser Kommentar, in solchen Situationen anzuerkennen, so, okay, ich habe Privilegien und anderen Leuten geht es vielleicht anders und diesen Leuten zuzuhören und Seite an Seite gemeinsam für was einzustehen, auch wenn man es vielleicht selber nicht erlebt hat, anstatt halt reinzufallen in so ein, ja, mir geht es nicht so, also reagieren alle anderen nur über oder also sind alle anderen empfindlich, so sowas passiert ja auch und das ist wichtig, nicht in sowas zu fallen, sondern zu sagen so, okay, ich hatte Glück, jetzt höre ich anderen Menschen zu. Voll. Eine Strategie, die mir hier halt auch auffällt, ist, ich versuche immer zu denken, dass Leute aus Unwissenheit und nicht aus Gemeinheit verletzend sind. Und ich würde sagen, das ist einerseits von der Grundannahme auszugehen, dass es an Unwissenheit liegt und nicht an Gemeinheit, kann ein Weg sein, für sich selber das nicht so nah an sich selbst treten zu lassen. Aber gleichzeitig muss man dazu sagen, es stimmt halt nicht immer. Leider. Ja. Und gleichzeitig ist es halt auch sinnvoll, Leuten nicht zu unterstellen, dass sie aus Gemeinheit verletzend sind, Genau. wenn es nicht obvious ist. Also klar gibt's, wie du sagst, es gibt Situationen, da sind Menschen einfach queerfeindlich, da sind Menschen auch einfach nicht aus Unwissenheit queerfeindlich, sondern einfach, weil sie, keine Ahnung, queerfeindlich sind, was auch immer die Gründe dann jeweils sind. Ja. Ich wollte halt auch sagen, die Grundannahme zu machen, dass es Unwissenheit und nicht Gemeinheit ist, selbst wenn man falsch liegt, ist besser als umgekehrt. Ja, das sicher. Das ist auf jeden Fall so. Und ich glaube, es ist auch okay, Schutzstrategien für sich zu finden, so selbst wenn die nicht völlig, völlig richtig liegen, so um sich irgendwie emotional zu schützen, wenn man sich da irgendwas Bestimmtes irgendwie selber sagt in einer Situation, kann das auch voll helfen und kann das was sein, an das man sich ein bisschen halten kann. Ja. Genau. Gleichzeitig ist halt diese Schutzstrategie, anderen aufzudrücken, manchmal ein bisschen provozierend und das kenne ich auch Ja. von,
Ja, aber sie haben es ja nicht so gemeint oder sie haben es nur nicht gewusst, ist als Antwort für jemanden, der gerade wütend ist, nicht ideal. Ja. Ja, du sprichst damit halt der Person auch ihr Leben ab und ihre. Es ist halt trotzdem shittig, was gesagt wurde oder passiert ist. Auf jeden Fall. Unabhängig davon, ob die Person das gewusst hat oder nicht. Und Unwissenheit ist ja auch nicht ein unveränderbarer Zustand. Also Leute haben schon auch die Möglichkeit, sich selber zu informieren oder die Klappe zu halten. Total. Ich denke, da sind wir dann auch an einem Punkt, dass es eine oder wichtig ist vielleicht oder zumindest sinnvoll oder eine gute Strategie, über seine eigenen Rechte auch Bescheid zu wissen, oder? Also, dass ich Menschen aus meinem Leben entfernen darf, wenn ich möchte. Dass ich versuchen darf, sie drinnen zu lassen. Dass ich, wie wir schon gesagt haben, einer Diskussion aus dem Weg gehen darf. Egal wie sehr es jemanden interessiert, mit mir da jetzt drüber zu sprechen. Und auch eben, dass ein Mensch sich verletzt fühlen darf oder ich mich verletzt fühlen darf, auch wenn es nur Unwissenheit war oder unter Anführungszeichen nur ein Witz, wie manche Leute ja manchmal sagen, ja, war nur ein Witz, war ja nicht so gemeint. Und dass ich mich auch aufregen darf, wenn ich aufgeregt bin und wütend bin oder traurig bin und verletzt bin, dass ich das dann sein darf. Ja, es gibt keine, ich glaube, wenn es gibt keine richtige emotionale Reaktion und es ist oft wichtig auch anzuerkennen, das, was gerade scheiße war und es ist wichtig dann auch mit sich selber klar zu sein, dass es die Möglichkeit gibt, Konsequenzen zu ziehen, selbst wenn mein Umfeld das gerade mir nicht suggeriert. Also wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, jemand in meinem Umfeld ständig bifobe Witze macht oder bifeindliche Witze macht und alle anderen in dieser Gruppe sagen, aber haha, die Person meint das doch nicht so, ach komm, die Person weiß es nicht besser, so, dann kann ich trotzdem sagen, so, ja, okay, ist mir egal, ob das jetzt Unwissenheit ist oder was auch immer, ich bin darauf wütend, ich fühle mich davon verletzt, ich habe keinen Bock mehr mit dieser Person zu interagieren. Das ist okay. Genau, und gleichzeitig ist es auch okay, wenn die ehrliche Reaktion ist, diesen Grad an Unwissenheit finde ich fast schon wieder lustig, dann darf das auch die eigene ehrliche Reaktion sein. Humor ist Ist auch halt. eine Umgangsstrategie, so, ne? Ich glaube, es Genau. ist wichtig, dass wir in der Community nicht policen, welche Art von emotionaler Reaktion auf die Gesellschaft die richtige ist. Ja. Genau. Weil es gibt Leute, die reagieren auf bestimmte Situationen mit Wut, es gibt Leute, die reagieren in der genau gleichen Situation mit Trauer und andere reagieren mit Lachen. Ja. Ja. Und nichts davon ist falsch. Ja. Und alle diese Leute haben das Recht zu sagen, so, boah, keine Lust mehr auf diese Situation. Tschüss. Wobei die Leute, die mit Lachen reagieren, vielleicht nicht die sind, die das als erstes sagen werden. Ja. Und ich glaube, das ist Ja. gerade deswegen wichtig, weil wir ja aus unserem Umfeld, aus der Gesellschaft so oft suggeriert bekommen, dass ja diese Diskriminierung gar nicht so schlimm sei, gar nicht wirklich existiert. Gerade deswegen ist es wichtig, da sich selber zu validieren und zu sagen, so, okay, das ist okay, das zu fühlen, das ist okay, jetzt Konsequenzen zu ziehen. Es ist okay, dass es dir so geht, wie es dir halt gerade geht. Ja. Das ist übrigens so eine recht gesamtgesellschaftliche Strategie, die in so viele Diskriminierungsarten mit reinspielt, dieses Absprechen von Emotionen. Ja, Stimmt. Und dieses Vorschreiben von emotionalen Reaktionen. ich glaube, ich würde gerne zum letzten jetzt noch einmal kommen und das ist eine ganz kurze Antwort und da steht einfach Community und Humor. Yes. Ich finde, da gehört auch ganz viel dazu, zum Beispiel, dass es eine gute Strategie sein kann, mit Leuten zu teilen, zu reden, Erfahrungen zu teilen, Community zu haben auch, also queere Community, aber auch andere Community oder einfach ein Umfeld zu haben, in das ich nach schweren Erfahrungen oder so einer Situation zurückgehen kann und wo ich aber sicher bin. Also egal, ob das jetzt Online-Communities sind oder einzelne sichere Personen oder ich ein wirklich cooles, sicheres Umfeld habe. So.
Es ist einfach richtig cool, Erfahrungen teilen zu können und dann auch zu erfahren, so, boah, ja, das habe ich auch schon erlebt, ja, das fühlt sich richtig scheiße an. Und dann zu merken, so, okay, das ist jetzt nicht irgendwie so ein einzelner Ausreißer, sondern die allermeisten Erfahrungen, die so in Diskriminierungsrichtungen gemacht werden, sind Erfahrungen, die sind ziemlich viel geteilt und es kann cool sein, sich da gemeinsam drüber auszulassen und gemeinsam Umgang zu finden und da einfach nur zu hören, so, boah, scheiße, das ist richtig hart. Voll. Und was auch so eine gute Strategie ist, finde ich, ist dieses über Dinge lernen. Also über Diskriminierungsformen lernen, über Community lernen, Geschichte lernen. Einfach weil Situationen dann auch besser eingeordnet werden können. Ja. Und ich dann klarer sagen kann, das ist das. So. Ja, voll. Ich glaube, das ist ja auch ein Aspekt, der mit Community zu tun hat. Community finden muss nicht nur heißen, okay, ich finde jetzt so Menschen, mit denen ich in Real-Time irgendwie oder online interagiere, sondern es kann auch heißen, einfach zu lernen, was ist überhaupt diese Community, so zu lernen, okay, wie einfach einen Text zu lesen von einer anderen Wie-Person und sich darin wiederzufinden. Auch das ist irgendwie eine Art von Community und das kann einem super doll dabei helfen, auch eigene Diskriminierungserfahrungen einzuordnen und überhaupt erstmal anzuerkennen. Gerade bei diesen perfiden Diskriminierungssachen, die so, wir haben über häusliche Gewalt, sexualisierte Gewalt geredet, die so sich vielleicht im ersten Moment gar nicht unbedingt so konkret festzumachen ist, das, was da passiert ist, gerade queerfeindliche Diskriminierung war. Und dann aber im Kontext, wenn man sieht, so alles klar, das ist so voll das strukturelle Muster, kann sich das super validierend anfühlen, zu merken, so, okay, es geht nicht nur mir so, das war jetzt wirklich das, was ich da gesehen habe und nicht nur so, ich liege nicht falsch mit dem, was ich über diese Situation gerade gedacht habe. Dann Humor ist ein bisschen eine spezifischere Strategie, aber es kann zum Beispiel auch nützlich sein, so Dinge zu lernen wie erzähle ich schreckliche Dinge, die mir passiert sind, auf eine Art und Weise, dass ich darüber lachen kann. Das ist aber ein sehr spezifischer Weg, mit etwas umzugehen, der auch nicht für alle Leute immer in jeder Situation klappen wird. Ja, ich glaube, so die Absurdität auch manchmal sehen von was ist es überhaupt ja alles? So, wie absurd ist es eigentlich? Diese ganzen Vorurteile, diese ganze Diskriminierung ist ja völlig, völlig absurd einfach, wie das passiert und wie diese Logiken davon sind. Und es kann voll helfen, da auch mal drüber zu lachen. Genau, und es kann auch voll helfen, dieses Lachen zu teilen. Ich meine, es gibt einen Grund, warum Bi-Erasure-Memes eine gewisse Popularität in der Bi-Community haben. Ja. Klar. Und dieses Lachen versuchen auch, oder zu einem Punkt kommen, wo man drüber lachen kann, ist halt ein, finde ich, sehr nützlicher Weg, mit Dingen umzugehen. Aber es ist auch wichtig, dass dieser Weg niemandem aufgezwungen wird. Weil du musst nur drüber lachen lernen, es wieder sehr. Ich finde, du hast das vorhin ein gutes Wort dafür. Ja, es spricht wieder mal Gefühle ab und Erleben einer Person. Und wir haben vorher gesagt, diese ganzen Sachen, der Umgang mit Situationen ist sehr situationsabhängig. Aber genauso nein, nicht situations-, sondern personsabhängig sind die Strategien, die gefunden werden können, um zu copen und damit umzugehen. Genau, und das kann sein, drüber lachen lernen. Es kann sein, sich bei jemand anderem drüber aufregen. Das kann sogar bei der gleichen Person sein, dass man sich zuerst drüber aufregt und sich ausheult und dann irgendwann drüber lachen lernt. Ja. Es kann, ich würde sagen, nur in sich reinfressen ist nicht die beste langfristige Strategie, aber kann eine kurzfristig notwendige sein. Ja. Es gibt zig Möglichkeiten. Ja, und nicht jeder muss jede Strategie haben oder verwenden können. Für mich ist zum Beispiel Humor keine so gute Strategie. Also nicht, dass ich das nie verwende, nicht, dass es nie der Fall ist, aber es ist nicht so die Strategie, mit der ich viel anfangen kann und das ist okay so und andere Menschen können wahrscheinlich mit meinen Strategien nichts anfangen. Und das ist genauso fein. Ja, Genau. für mich ist Humor auf jeden Fall auch so, um so mit den schlimmsten Dingen umzugehen, ist das irgendwie was, wo ich das Gefühl habe, so nichts ist irgendwie eine adäquate
Reaktion darauf so. Also lache ich dann darüber, weil ich auch nicht weiß, was sie sonst so tun soll. So. Genau, aber andere Arten, auf die ich irgendwie cope mit Bifeindlichkeit sind, ist für mich ganz viel Spaces schaffen, in denen sich Leute wohl und sicher fühlen. Also irgendwie Orte finden, zum Beispiel durch so Hochschulgruppen oder so, zu sagen, so, okay, hier lass mal eine coole Veranstaltung machen, lass mal einen Film zusammen gucken, ne, lass mal irgendwie Orte schaffen, wo Menschen zusammen, und mir hilft das dann total, selbst wenn ich in dem Moment nicht dann aktiv verarbeite, was mir alles dann scheiße passiert ist, ist es irgendwie sehr heilsam, mit anderen Leuten gemeinsam rumzuhängen und ja, und auch schöne Sachen gemeinsam zu erleben. Ja. Für mich war zum Beispiel eine Strategie, die nur langfristig möglich ist für viele Leute, zu schauen, dass ich irgendwo lebe, wo ich mich sicher fühle. Und das überhaupt zu können, ist natürlich privilegiert und für viele Leute ein Traum, der, wenn dann langfristig ist. Total. Aber es ist gleichzeitig ein Ziel, wo man hinschauen sollte. Ja, genau. Ich glaube, es ist so ein Zwiespalt manchmal so auch. Es ist möglich, auch in vielen Situationen am Umfeld was zu ändern und was in die Hand zu nehmen, wenn sich Dinge unerträglich anfühlen. So, es ist nicht immer eine Möglichkeit, aber ich glaube, manchmal ist es auch wichtig, einen Schritt zurückzutreten und sich zu fragen, so, okay, es ist irgendwie aushaltbar für mich, aber das hier zermürbt mich gerade richtig, richtig dolle. Wie kann ich einen Weg finden, der erträglich ist? Und selbst wenn der vielleicht mit anderen großen Einschnitten einhergeht, ist es manchmal auch gut, so ganz groß auch drüber nachzudenken. Und nicht nur in alles klar irgendwie so von Situation zu denken, so, okay, heute habe ich meinem Onkel das erzählt und morgen habe ich in der Schule das erzählt, so, sondern auch sich zu fragen, so, okay, gibt es Möglichkeiten, wie es mir langfristig besser gehen kann? Und vielleicht heißt das, vom Onkel wegzuziehen, keine Ahnung. Ich glaube, wichtig ist auch bei diesem Community finden und bei diesem, okay, was kann ich alles tun, was kann ich an Aktivismus auch tun, um Dinge auch strukturell zu verändern, sich nicht nur eng in der B-Community umzugucken, sondern auch über den Tellerrand zu schauen und auch auf intersektionale Diskriminierung zu gucken und zu sehen, so, boah, wie geht's eigentlich Leuten, die Ähnliches erleben aufgrund vielleicht anderer Identitäten? Wie geht's Leuten, die bestimmte intersektionale Identitäten teilen? So, was kann ich daraus, wo kann ich mich einfach solidarisieren? Und ich glaube, so sowas wie das, was wir hier gerade machen, also sich hinzusetzen und zu sagen, so, okay, wo sind eigentlich Gemeinsamkeiten, die wir haben, wo sind Unterschiede, was kann ich daraus mitnehmen, und einfach nicht nur zu sagen, so, alles klar, mein Bi-Aktivismus, mein Community finden, mein sich sicher fühlen, voll auf, ich muss auf jeden Fall Menschen finden, die sich genauso identifizieren wie ich, auch wenn das voll ein wichtiger, heilsamer Teil sein kann es auch sein, dass ich Menschen finde, die vielleicht ein anderes Label haben, eine andere Identität haben, aber die trotzdem Erfahrungen teilen. Kommen wir jetzt zu den Gemeinsamkeiten zwischen dem B-Umbrella und Aceback. Und das Erste, worauf ich vielleicht hier eingehen wollen wird, ist die menschliche Überschneidung. Es gibt Personen, die auf beiden Spektren sich identifizieren, wie zum Beispiel mich. Oder mich, also wir Yasal. Und da gibt es ja auch gar nicht so wenige tatsächlich. Also wir sehen ja auch, dass viele Personen sich dann eher mit einer M-Spec-Orientierung labeln. Also klar gibt es auch homosexuelle und lesbische A-Specs, Aro-Specs, aber einfach einen echt großen Anteil, der sich mit einer M-Spec-Orientierung identifiziert. Ja, und ich denke, in B-Spaces ist das häufig gar nicht so, sondern in Spaces, die halt so, wo erstmal B draufsteht, ist das oft
auch gar nicht so sichtbar und wird auch dann unsichtbar gemacht, dass halt sich Identitäten da und überschneiden können. So. Und ich glaube, das ist richtig wichtig, dass so wir das in B-Spaces auch mehr auf dem Schirm haben. Und keine Ahnung, auch wenn wir über so gemeinsame Struggles reden, auf dem Schirm haben, dass es halt Erfahrungen gibt, die nicht universell sind. Keine Ahnung, wenn eben Menschen mehrere Identitäten haben. Ja. Ja. Voll. Ich meine, ich habe lustigerweise sehr viele Leute sowohl bei Visibility-Treffen als auch bei SAO Wien-Treffen gesehen. Ja, voll. Also ich glaube, die Überschneidungen sind auch zum Teil gar nicht so klein. Und du hattest ja auch erzählt, dass in Dubai Visibility ja schon am Anfang gesehen hast, dass so ein bisschen Awareness da ist. Ja. Weil sie auch, also ich glaube, romantische Orientierung mehr oder weniger benannt haben. Genau. Es gibt halt, meine Erfahrung war, dass es dort nicht unbedingt so viel Awareness für Aro-Alo-Themen gab, aber etwas mehr Awareness für, oh, asexuelle Personen existieren. Es gibt biromantische Aces quasi. Und den Versuch, zumindest das mitzudenken. Nicht immer den erfolgreichen Versuch, aber den Versuch. Ich glaube aber, in unserer Welt ist ein Versuch gerade schon, ist manchmal schon das, was uns dazu bringt, in eine Community zu gehen oder uns einer Community näher zu fühlen als einer anderen. Erstmal. Ja. Gerade dann, wenn es schwierig ist, Communities zu finden, was wir ja auch gesagt haben, dass manchmal für B-M-Spec-Personen schwierig ist, aber für Aces und Aros auch manchmal schwierig ist. Also das ist ein anderer Punkt, den wir da noch hatten, zu dem ich jetzt kurz mal springe, weil ja also gerade Aces und Aros oft auch Schwierigkeiten haben, erstmal überhaupt zu herauszufinden, dass die Labels existieren, mit denen sie sich beschreiben können, dass es andere Leute gibt. Und dann noch diese Communities überhaupt erst zu finden. Und wir hatten, glaube ich, früher in der Folge auch schon mal drüber geredet, dass M-Spec-B-Personen auch oft damit strugglen, eigene Community zu finden, dass es oft keine eigenen Treffen gibt, oft keine eigenen Angebote für Personen eben auf dem M-Spec oder die B sind. Ja. Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall total verbindend und auch, dass dann, keine Ahnung, viel auch Online-Community gefunden wird zum Beispiel, weil halt eventuell gerade so in so mittelgroßen bis kleinen Städten nicht und in denen es vielleicht noch Angebote irgendwie so für andere Teile der Community gibt, wo es dann einfach nichts Spezifisches gibt. Voll. Ja, die historischen Überschneidungen haben wir auch schon mal angesprochen von A-Spec-Personen in der B-Community, also dass A-Spec-Personen ja schon lange und auch geschichtlich in B-Communities anwesend waren, weil, Mara, unterbrich mich, wenn ich jetzt was Falsches sage, wenn ich es falsch in Erinnerung habe, weil eben B quasi alles war, was nicht direkt homosexuell war, oder also nicht lesbisch oder schwul. Also genau, es ist einfach so, dass historisch viel einfach Gemeinschaft entstanden ist zwischen Menschen, die sich in dem damals ja LG-Movement nicht so richtig finden konnten, die da nicht so richtig Platz hatten, die da auch zum Teil auch sehr aktiv ausgeschlossen wurden. Und das sind eben insbesondere Trans-, Bi- und A-Spec-Personen, die sich dann zusammengefunden haben. Und es ist natürlich im Nachhinein, gerade weil das natürlich auch jetzt nicht super dokumentiert ist, schwer rauszufinden, wie haben sich dann einzelne Personen genau gelabelt, wie haben Leute ihre Labels da empfunden. Aber es ist auf jeden Fall klar historisch dokumentiert, dass es diese gemeinsamen Communities gab und dass die auch politisch gemeinsam aktiv waren. Ja, was ich auch sehr schön finde eigentlich. Ja, voll. Irgendwie Solidarität gab es schon immer. Ich glaube, man denkt immer so, die Vergangenheit war auf jeden Fall weniger fortschrittlich. So. Und das ist, manchmal ist es auch einfach Projektion, weil wir uns heute gerne selber auf die Schulter klopfen wollen. Klar gab es damals auch Probleme, aber heute gibt es auch Probleme und es hat sich manches verschoben und manches verbessert. Aber ich glaube, es ist wichtig, auch auf die Vergangenheit zu gucken mit einem Blick, der auch anerkennt, so, yo, auch damals haben Leute irgendwie schon coole, solidarische Sachen gemacht und schon echt auch weit gedacht. Das ist so ein bisschen der Fortschrittsgedanke der Aufklärung, der da mitschwingt.
und ein Geschichtsverständnis, das erst seit der Aufklärung da ist. Und andere Geschichtsverständnisse, zum Beispiel in römischer, altgriechischer Tradition, waren eher zyklische Geschichtsverständnisse. Wobei wir das natürlich auch noch haben und dann so in Geschichte wiederholt sich Sachen reinkommen. Und jetzt sind wir überhaupt erst nur bei europäischen geblieben. Ja, Bei anderen kenne ich mich nicht so aus. ich wollte gerade sagen, wir sollten vielleicht unsere Geschichtsverständnisse generell auch ein bisschen kritisch hinterfragen. Dekolonialisieren. Ja, beziehungsweise Geschichte ist halt auch kein Fortschritt, kein linearer und ich weiß nicht, vielleicht irre ich mich, aber in meinem Gefühl ist es auch kein genauer Zyklus. Es wird irgendwo, also ich meine, klar sind es nur Modelle, aber trotzdem glaube ich, lohnt sich das Hinterfragen. Bei beiden. Gerade in den letzten Jahren auch gesehen, so, okay, es ist nicht so ein automatisches, alles wird immer nicer. Und ich glaube, auch wenn wir aber ausweiten, wen wir fragen, was Geschichte angeht, dann uns nicht nur alte weiße Männer in Elfenbeintürmen, dann kommen wir auch relativ schnell dahin, dass es überhaupt nicht alles immer geiler wird. Ja, beziehungsweise. Es wiederholt sich halt auch nicht alles genau. Also wir haben jetzt auch Probleme, die wir vorher nicht hatten. Klar, wir haben auch viele Probleme, die wir vorher schon hatten. Aber okay, vielleicht ist das kein Podcast, wo wir über unterschiedliche Geschichtsverständnisse diskutieren. Auch wenn das sehr, sehr cool wäre. Sal, machen wir das mal. Ja. Nee. Machen wir einfach mal so ohne Podcast. Ja, was sich auch lohnt, ist, glaube ich, wäre, glaube ich, immer wieder mal auch an so Aceback Solidarity zu erinnern, oder? Ja. Weil ich fände das so mega cool, wenn wir das heute mehr hätten, als wir es tatsächlich haben gerade. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ich glaube sowieso, dass so allgemein gucken, okay, was haben eigentlich Communities früher gemacht, kann mit vielen, vielen Vorteilen für beide Gruppen oder auch für, keine Ahnung, beide Gruppen klingt, das wäre keine Überschneidung. Naja, aber auf jeden Fall, das kann mit vielen Vorurteilen aufräumen, wie zum Beispiel irgendwie, früher gab es das nicht oder früher waren das so und so viele Geschlechter oder keine Ahnung, dass das gar nicht unbedingt stimmt, wenn man sich die Community selber anguckt. Und dass man da auch viel Kraft rausziehen kann und viel lernen kann für so, ah ja, das ist überhaupt nicht unmöglich, wir können das auch. Total. Und dass man vielleicht auch ein bisschen von der Idee wegkommt, dass es nur ein Modell geben muss, wie Sachen verstanden werden können. Voll. Weil früher haben sie andere Modelle von Sexualität und Geschlecht verwendet. Ja. Und die überschneiden sich nicht unbedingt mit heutigen. Genau, und das ist vielleicht keins davon so 100% korrekt, aber wir können verschiedene Modelle haben und verschiedene Modelle betrachten und auch neue Modelle entwickeln tatsächlich. Ja. Wollen wir zum nächsten Punkt kommen? Genau, wir sollten vielleicht wieder ein bisschen zum Thema zurückkommen. Eine Gemeinsamkeit, die wir haben, sind auch leider Überschneidungen, Probleme. Eines ist eine gewisse Tendenz zu Erasure, die sowohl in B-Communities als auch in Aceback-Communities etwas ist, was gemerkt wird. Ich glaube, darüber haben wir eh schon teilweise recht viel geredet in dieser Folge. Ja, genau. Also eine Sache, die zur Unsichtbarkeit beiträgt und die natürlich sowohl Aceback-Identitäten als auch Emsback-Identitäten betrifft, wäre halt natürlich wenig Sichtbarkeit in den Medien. Also es gibt einfach vergleichsweise, ich meine, es gibt generell vergleichsweise weniger queere Charaktere, aber es gibt halt noch weniger als schwule oder lesbische Charaktere. Gibt es bisexuelle Charaktere oder Aspect-Charaktere? Und ja, das mag im einen mit Bi- und Aspect-Feindlichkeit und Vorurteilen zu tun haben, aber andererseits gibt es auch so eine gewisse Herausforderung bei der Darstellung, wo ich jetzt nicht sagen will, das kann nicht überwunden werden. Ich bin total dafür, dass das überwunden wird und in manchen Fällen wird es ja auch gut gemacht und es gibt gute Repräsentation und Darstellung, aber ich kann halt Bisexualität nicht darstellen, indem ich einfach, was weiß ich, eine Frau zeige, die eine Frau küsst oder ein Mann, der einen Mann küsst oder Sex hat oder verpartnert ist, weil dann die Person wahrscheinlich für homosexuell gehalten wird direkt. Ja,
Und ich glaube, da zeigt sich auch, es ist auch ein Interpretationsproblem. Also es ist Genau. auch so, was nimmt die Gesellschaft an, wenn sie bestimmte Sachen halt im Fernsehen sieht. So. Voll. Und dasselbe haben wir halt zum Beispiel jetzt mit Aro-Personen. Also ich kann nicht einfach eine Person zeigen in einer Serie oder in einem Buch zum Beispiel, die Single ist und alle wissen sofort, diese Person ist aromantisch oder auf dem aromantischen Spektrum. Das funktioniert in der Form nicht, wie ich eben, weil du sagst, wir haben ein Interpretationsproblem. Wer weiß, vielleicht ist ja eine dieser Personen, die sich da küssen oder Sex haben in der Serie in Wahrheit bi, aber niemand hat gefragt oder niemand hat es gesagt. Da muss Repräsentation einfach anders passieren und es funktioniert nicht, dass wir unter Anführungszeichen eine faule Repräsentation machen, in die keine Arbeit reingesteckt wird, weil wir einfach mal einen Kuss zeigen oder eine Sexszene oder so. Ja. Wobei man das alles natürlich auch gut machen kann. Also ich sage jetzt nicht, dass es keine gute Präsentation von homosexuellen Partnerschaften etc. gibt. Natürlich gibt es die. Ich glaube, da kommt auch dazu, dass dann oft irgendwie so, weiß ich nicht, das Publikum nicht überfordert werden soll, indem jetzt Label verwendet werden. Und dass gerade, glaube ich, bei Aceback und Bi-Personen in Medien oft dann Label vermieden werden und dann aber die Identität als so Teil so einer Gesamtcharakterisierung, die so super, super reduzierend ist. Also zum Beispiel so die mystery-gefährliche Bi-Frau, die so verwegen ist und das zeigt sich nur auch in ihrer. Das wird nicht gesagt. So. Und oder halt die so computerhafte, emotionslose Person, die übrigens auch nie irgendwie in einer romantischen oder sexuellen Konstellation gezeigt wird, aber es wird auf gar keinen Fall irgendeine Identität dazu geschrieben und es ist einfach nur Teil von so, aha, das ist auch Teil davon, wie computerhaft und Alien und Roboter die Person ist und nicht besonders menschlich. So, das ist so kommt das da dann doch irgendwie rein und macht Vorurteile schlimmer. Ja, also ich meine, da muss einfach Arbeit reingesteckt werden in eine gute Repräsentation. Und ich finde zu diesem Überforderung oder Überfordern der Menschen durch Label, ich glaube, Menschen halten ganz viel mehr aus, als man glaubt. Ganz ehrlich, das Label wird niemanden töten. Ja, Just saying. wenn man das einfach benennt, dann zwingt einen das vielleicht auch ein bisschen dazu, das halt so als Teil einer gesamten, ne, bunten Persönlichkeit zu machen, zu zeigen, der halt nicht einfach nur total faules Stereotypen bedienen ist, weil das dann auffälliger ist. Total. Als jemand, der sich halt auch mit ein bisschen historischen und Specfic, also Fantasy, Science Fiction, dem Genre, den Genres auseinandersetzt, ein Problem, was da dann bei tatsächlich das Label verwenden sein kann, ist, passt das überhaupt in diese Zeit oder in diese Welt? Und das ist dann halt, aber da kann man halt auch so Sachen machen wie, was sind historische Sachen, die tatsächlich benutzt wurden, wenn Ja. Leute in der Geschichte weiter zurückliegende Geschichten schreiben zum Beispiel. Oder was sind Worte, die in einer Gesellschaft in der Zukunft verwendet werden würden? Ja, beziehungsweise du kannst ja auch eine M-Spec-Orientierung, kannst du ja auch beschreiben mit, was weiß ich, ich interessiere mich für alle Geschlechter, wenn das auf den Charakter zutrifft zum Beispiel. Also da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Ja. Oder ich fühle mich romantisch angezogen von allen Geschlechtern. Oder sexuell oder wie auch immer. Das geht ja. Und dann vielleicht im Glossar die Labels-Listen hinten, also falls das jetzt ein Buch ist oder so, wo die Leute nachschauen können, geht in der Serie nicht so gut, aber es gibt ja Möglichkeiten. So. Genau, es ist nicht so, als ob es nicht möglich wäre, mit dem umzugehen. Es gibt genug. Es ist halt nicht so einfach wie einfach bisexuell sagen, in dem Fall. Ja, aber möglich. Allerdings, es geht. Ja. Und genauso bei visuellen Medien, die in der Moderne spielen, wenn man ganz kurze
kleine Repräsentation anbringen möchte, kann man auch jemandem einfach einen Flaggenbutton geben. Ja. Ja, also ich glaube, zusammengefasst kann man sagen, wir müssen weiter mehr verlangen, was Repräsentation angeht. Total. Und zwar sowohl M-Specs als auch A-Specs. Ja, da haben wir dann noch ein überschneidendes Problem und da haben wir gesagt, dass wir haben, es gibt weniger sichtbare Arten von Diskriminierung, sowohl gegenüber Bisex-Personen als auch gegenüber A-Spec-Personen. Ja. Also, ich glaube, es ist häufig so, dass irgendwie so Leute aus so einer komischen Logik von, naja, irgendwie kannst du das ja verstecken, TM, irgendwie dann auf die Idee kommen, dass halt A-Spec und B-Personen irgendwie weniger diskriminiert sind oder Diskriminierung entkommen können oder wie sowas. Und dadurch halt. Also, dass einmal eine Art von Diskriminierung schon mal ist, aber das auch dazu führt, dass halt weitere Diskriminierungsarten noch mehr unsichtbar gemacht werden, als sie eh schon sind. Voll. Dann haben wir angesprochen oder wollten wir noch ansprechen, dass sexuelle Gewalt auch eine Diskriminierungsart ist, die sowohl A-Specs als auch bisexuelle bzw. M-Spec-Personen betrifft, aber auch Lesben. Also wir wollen jetzt nicht sagen, dass sich das nur auf bisexuelle und A-Spec-Personen betrifft und geht auch dann, also Lesben habe ich jetzt genannt, aber geht darüber hinaus dann auch natürlich noch auf andere Teile der queeren Community. Ich glaube, da sind auch wieder intersektionale halt Identitäten total, total wichtig. So, ja, also ne, Sexismus spielt da rein, Ableismus spielt da auch mit rein. So halt Menschen, die vom Patriarchat unterdrückt werden, kriegen sexualisierte Gewalt ab. Ja. Ja, bis hin zu versuchen, Menschen durch sexuelle Gewalt zu korrigieren, bisschen heterosexuell zu machen. Ja. Korrigieren unter sehr, sehr, sehr fetten Anführungszeichen. Ja, was wir ja auch haben bei A-Specs schon allein, also was schon anklingt, also natürlich ist das zu sagen nicht dasselbe wie dann tatsächlich sexuelle Gewalt, aber was schon anklingt in diesem ja, schlaf mal mit mir, dann bist du, also I can fix you quasi. Ja. Ja, halt Oder auch, so. ne, verbale. Keine Ahnung, ist ja auch eine Art von Gewaltausübung. Ja, So, natürlich, aber ne? das. Sexualisierte Gewalt ist ein großes Spektrum. Klar, aber noch krasser wirst du natürlich, oder wird es natürlich, wenn es dann tatsächlich Grenzüberschreitungen gibt, in denen versucht wird, eine Person unter ganz fetten Anführungszeichen, wie Sal sagt, zu richten. Zu dem etwas weniger ernsten vielleicht, oder immer noch ernsten. Ja. Es gibt dann natürlich auch Überschneidungen in den spezifischen Vorurteilen. Für mich als Aro-Alo sind die Überschneidungen in Vorurteilen halt besonders auffällig und persönlich relevant. Aber es gibt auch so Vorurteile und Ideen über A-Spec-Personen und B-Personen, die sich überschneiden, wie ihr lügt euch doch selbst an. Ja, ihr werdet euch schon irgendwann entscheiden. Das ist so diese allgemeine, so ja, ihr befindet euch jetzt in so einem Zwischenzustand und irgendwann findet ihr schon was raus. So, das ist wieder so eine Grundlogik, also die dahinter steckt, hinter vielen, was dann Leuten wirklich entgegensteht, was Leute glauben. Ja, beziehungsweise dann auch, wenn ihr die richtige Person gefunden habt, dann seid ihr nicht mehr Aro-Spec, A-Spec, M-Spec, sondern das ist dann eure Orientierung so. Ja. Also, presumably hetero, Klammer zu. Genau. Es gibt auch, glaube ich, auch eine gewisse Überschneidung mit Vorurteilen gegenüber anderen Teilen der Community, und zwar spezifisch schwulen oder lesbischen Menschen. Aber doch dann habe ich das Gefühl, etwas anders gefärbt im Vergleich zu Bi- und A-Spec-Personen, wo es noch ein bisschen ähnlicher gefärbt ist. Gerade auch dieses so nicht richtig queer sein.
ist auch, finde ich, ein Ding, wo sich diese Überschneidung total zeigt, so dass halt Leute irgendwie vorwerfen, so ja, das ist ja nicht richtig queer, so gerade auch so diese Sachen, dass vorgeworfen wird, das sei irgendwie so eine Modeidentität oder sowas, die ne nicht genug, ne, alles natürlich in sehr großen Anführungszeichen, die nicht sozusagen richtig dazugehört. Und das kommt übrigens nicht nur von jetzt irgendwie Intra-Community-Diskursen. Das wird, also da, mir ist das, wenn, eigentlich immer, aber ich weiß, dass es natürlich das auch Intra-Community gibt, aber mir ist es, wenn von so hetero-cis-Menschen die Annahmen treffen über, ja, das ist ja nicht richtig, also komm hier, ne, ich habe einen Kumpel, der, ne, aber ihr, nee, so. Dass es Ja, eher immer aus so. so einer Ecke auch kommt. So Special Snowflake, du willst ja nur Aufmerksamkeit. Es kommt ganz oft auch von außen, das stimmt. Das ist in meinem Erleben auch so. Ja, genau, auch dann so die Weigerung, da zugestehen zu wollen, dass so, ah ja, diese Gruppe gibt es, die halt wir auch irgendwie unterdrücken und die es auch nicht leicht hat, kann man sich halt leicht rausziehen, indem man sagt so, ja, na ja, das ja gehört ja nicht richtig dazu. Eine Sache haben wir uns dann noch aufgeschrieben, und zwar bringt sowohl Bi-Sein, M-Spec-Sein als auch A-Spec-Sein die heteromononormative Klarheit durcheinander. Ja, und zwar, ich glaube, das ist schon viel angeklungen. An ganz vielen Punkten braucht das so cis-heteropatriarchat, braucht irgendwie so, hier, okay, dich kann ich in diese Box stecken und wenn ich halt diese eine Sache von dir sehe, dann machst du auf jeden Fall immer diese eine Sache. So, und alle Menschen wollen automatisch halt cis sein und eine langfristige monogame Hetero-Beziehung führen. Und das ist so das einzige Lebensziel, was man auch irgendwie haben kann. Und wenn dann Leute kommen, die sich da nicht sofort einkategorisieren lassen, die vielleicht die Möglichkeit aufmachen, dass es andere Arten gibt zu leben, dann bringt das das ganze System durcheinander. Ja. Und ich habe das Ja. Gefühl, an der Stelle ist es auch noch mal was, wo eben A-Spec und B noch mal besonders sind, weil eben gerade diese mononormative Vorstellung, natürlich können auch A-Spec und B M-Spec-Menschen monogam sein, aber in der Vorstellung von Leuten ist das erstmal schwieriger zu denken. So. Und wo halt dann irgendwie schwule und lesbische Menschen noch irgendwie so einmal so, na gut, okay, das ist jetzt, fällt jetzt auf eine Art aus dem Rahmen, aber gut, die können dann ja auch immerhin so eine Beziehung führen wie ne, wir als Hitten und dann können die auch dem gleichen Lebensmodell irgendwie folgen, dass das natürlich eine falsche Annahme ist und auch Queer-Communities überhaupt nicht widerspiegelt, ist völlig klar. Aber so diese Beruhigungsmechanismen von, naja, aber so, die bringen jetzt nicht diese ganze sexuelle Ökosysteme durcheinander, das ist dann nochmal besonders ausgeprägt, würde ich sagen, bei Bi und A-Spec und ja, M-Spec. Das Lexikon habe ich euch heute mitgebracht, und zwar habe ich hier die Begriffe heteroflexible und homoflexible. Ja, was bedeutet das jetzt? Heteroflexible Personen fühlen sich hauptsächlich zu Menschen eines anderen Geschlechts hingezogen, aber ab und zu oder in bestimmten Situationen und Konstellationen können sie dann auch oder empfinden sie dann auch Anziehung zu Menschen des gleichen Geschlechts. So ähnlich ist auch homoflexibel oder homoflexibel. Homoflexible Personen fühlen sich hauptsächlich zu Menschen des gleichen Geschlechts hingezogen, aber ab und zu oder in bestimmten Situationen oder Konstellationen empfinden sie dann auch Anziehung zu Menschen eines anderen Geschlechts. Damit verwandt ist auch der Begriff lesbiflexible. Da geht es quasi um lesbische Personen, die sich eben meistens zum selben Geschlecht hingezogen fühlen, beziehungsweise hauptsächlich, aber ab und zu auch Anziehung gegenüber Personen anderen Geschlechts empfinden. Ja, und sowohl hetero- als auch homoflexible Menschen können sich auf dem M-Spec sehen und sind am M-Spec auch willkommen.
Manche ordnen sich aber dann eher ihrer homo- oder heterosexuellen Identität zu. Und die Kulturecke habe ich euch heute mitgebracht. Und zwar möchte ich gerne das Buch Notes for Bisexual Revolution von Shiri Eisner empfehlen. Das ist ein sehr cooles Buch, was Bi-Aktivismus und überhaupt Bi-Konzepte richtig neu denkt und aufbricht. Da geht es eben nicht nur darum, okay, ja, wir sind ja gar nicht so, sondern das ist so ein Buch, was so richtig auf die Kacke haut und sagt so, nee, mit dieser Identität ecken wir eigentlich an und auf welche Arten ist das empowernd und wie können wir das nutzen und wie können wir das nutzen, um Systeme zu verunsichern und warum ist es eigentlich cool, sich da reinzulehnen und Systeme zu verunsichern. Genau, das Buch ist an einigen Stellen, denkt es intersektionale Identitäten sehr stark mit. An anderen Stellen muss ich aber sagen, dass das nicht so perfekt ist. Also ich glaube, wenn man das Buch liest, sollte man gerade als A-Spec-Person darauf gefasst sein, dass A-Spec-Identitäten leider quasi nicht vorkommen. Allerdings glaube ich, dass auch mit diesen Identitäten aus diesem Buch richtig viel mitzunehmen ist, was eben dieses Destabilisieren von Hetero-Cis-Annahmen in der Gesellschaft angeht. Ja, und dann frage ich euch noch am Ende der Folge, was nehmt ihr euch heute aus der Folge mit? Mara, was sagst du? Also erstmal ganz vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Es war richtig cool, über so vieles zu reden und ich nehme auf jeden Fall sehr viel mit. Vor allen Dingen so ein Gefühl von Solidarität, so von, boah, es ist richtig gut, sich zusammenzusetzen, gemeinsam drüber zu reden, irgendwie über Intersektionen zu reden, über Aufklären zu reden und über Aktivismus zu reden. Das ist richtig schön und mir bleiben vor allen Dingen, glaube ich, auch die Gemeinsamkeiten oder die Überschneidungen von Bi- und A-Spec und M-Spec-Identitäten bleiben bei mir, glaube ich, sehr hängen. Und ich glaube, so für meinen persönlichen Alltag nehme ich nochmal richtig verstärkt mit, so eine Sensibilität auch für diese Intersektion innerhalb von Bi-Communities, also auch da als Ally dann für Platz zu schaffen und für Sichtbarkeit zu sorgen und eben aufzupassen, dass A-Spec-Menschen auch in B-Spaces sich zu Hause fühlen können und da sein können. Nicht natürlich auch über B-Spaces hinaus, aber ich glaube, gerade da nehme ich das nochmal besonders auch auf. Sal, was sagst du? Also die Gemeinsamkeiten zwischen den A-Spec und B-Communities kannte ich schon vorher, weil ja, das ist eine der Schnittmengen, wo ich lebe. Ein bisschen außerhalb von der Folge selbst. Terminfindung für Folgen ist schwer. Ich glaube, wir sind alles schon fast gut. Ein Jahr dabei. Alles gut, Mara. Die Statistiken zu häuslicher Gewalt waren mir neu. Und mir fällt eigentlich auch, wie sehr es mir persönlich gut tut, über Bi und Aro-Alo gleichzeitig sein quatschen zu können. Voll cool. Ich muss mich dir einfach auch anschließen, Mara, in Sachen Solidarität und speziell einfach Bi-Aspec-Solidarität. Ich hätte gerne so viel mehr davon eigentlich. Und wie du gesagt hast auch, dass Bi-Personen sich in und M-Spec-Personen sich einfach in A-Spec-Spaces wohlfühlen können und gleichzeitig auch, finde ich, habe ich so das Gefühl, wir sollten eigentlich viel mehr connecten und uns verbinden über Community-Grenzen hinweg und auch zusammenarbeiten beziehungsweise aktivistisch auch zu mehr zusammenarbeiten, weil einfach wirklich viel da ist auch, wo ich würde sagen, eine sinnvolle Zusammenarbeit und auch gemeinsame Probleme und Bedürfnisse vorhanden sind. Ja, am Ende der Folge bleibt mir jetzt eigentlich nur noch, mich bei dir zu bedanken, Mara,
Vielen Dank, dass du bei der Folge, bei der Vorbereitung geholfen hast und dann auch noch als Gastperson dabei warst. Das fand ich sehr bereichernd und ich glaube, da spreche ich für das ganze Inspektren-Team. Ja, danke euch, dass ich dabei sein durfte. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Ich nehme richtig viel mit. Ja, vielen Dank auch, dass ihr diesen Space überhaupt macht. Voll gerne und wie gesagt, es hat uns sehr gefreut. Ja, dann möchte ich mich noch bei allen bedanken, die die Umfrage ausgefüllt haben. Vielen Dank euch, eure Antworten waren wieder sehr bereichernd und hilfreich für die Folge, auch wenn wir natürlich wie immer nicht alle vorlesen konnten. Aber wieder vielen, vielen Dank fürs Teilen. Die Redaktionsleitung der Folge habe ich übernommen, also Finn im Vorbereitungsteam waren abgesehen von mir, Mara und Sal auch noch Vivi und Noah mit dabei. Vielen Dank euch. Den Schnitt der Folge wird Sal übernehmen. Vielen Dank, Sal, das wird eine Premiere. Ja, und jetzt seid ihr dran. Wenn ihr Feedback habt, Rückmeldungen, über irgendetwas reden wollt oder ja, Folgenwünsche habt oder was auch immer, dann meldet euch gerne bei uns. Ihr findet uns auf unserer Homepage unter inspektren.eu, auf Instagram unter inspektren-podcast. Wir haben auch Facebook, Twitter, Mastodon und einen YouTube-Channel, aber das findet ihr alles auch in den Shownotes verlinkt. Außerdem könnt ihr uns eine E-Mail schreiben an inspektren@gmx.net oder ihr findet uns auf dem Aspect German Discord-Server. Dort haben wir einen Channel, in den ihr schreiben könnt oder ab und zu könnt ihr uns auch im Voice-Chat treffen und mit uns quatschen. Genau, das war's dann auch und ich sage Tschüss. Ciao.